wenn das kleine Feuer brennt, ausprobieren machen. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und da auch öfter mal angeeckt mit meinem Freiheitssinn. Was ist der Preis von Erfolg? Das ist eine sehr spannende Art, sich selber auch zu entdecken. Es war natürlich sehr prägend, dann irgendwie 2 Jahre erstmal nur mit dem Rucksack zu reisen und dann nochmal ins Ausland zu gehen. Ich glaube, dass wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre in Eldorado sein werden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts zum Thema Experten, aber auch Unternehmer. Denn unser Gast ist nicht nur selbst Unternehmer und Gründer gewesen, sondern hat inzwischen mehrere Unternehmen aufgebaut, aber sich auch als Experte positioniert. Und als welcher genau, das wird er uns heute selbst sagen. Ich darf dich ganz herzlich willkommen heißen, lieber Andreas. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ja, du bist tatsächlich ein vielseitiger Mensch, ein vielseitig begabter Mensch. Wir haben zusammen auch auf der Bühne stehen dürfen. Wir haben zusammen auch unternehmerische Projekte schon besprochen. Ich habe dich beobachtet, deine Reihe von Gründungen, die du auf den Markt gebracht hast. Und ich weiß, dass du sowohl offline als auch online unterwegs bist. Und deshalb bietest du auch unseren Zuschauern, unseren Zuhörern einen großen Fundus auch ja, an Know-how, an Erfahrung, an Tipps. Und ich danke dir schon vorab, dass du bereit bist, das mit uns zu teilen. Ja, super gerne. Super. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was dich überhaupt dazu gebracht hat, dich auf diesen Weg zu gehen, nicht nur Menschen zu dienen, dich selbstständig zu machen, sondern auch andere zu beraten und zu trainieren. Du hast eine ganz spannende Biografie, dann werden wir ein bisschen reinschauen. Aber was würdest du sagen, was waren so deine Antriebskräfte und deine Visionen? Ja, ist eine gute Frage. Also sicherlich ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Zum einen, ich war schon immer ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und da auch öfter mal angeeckt mit meinem Freiheitssinn. Also das war schon immer wichtig, irgendwie das Leben so zu leben, so ein bisschen zu eigenen Bedingungen und auch Freiheiten zu haben. Und dann habe ich ja aus Versehen mal eine Ausbildung gemacht, als ich nicht gleich meinen Studienplatz bekommen habe. Und das war bei einer großen Bank. Und da war mir eigentlich total klar, dass dieses Dasein als Angestellter nicht mein Weg ist. Ich hatte dann so eine Schlüsselmoment, wo jemand reinkam, der ja nach 40 Jahren in der Bank diese goldene Uhr bekam und dann jeden Tag nach seiner Pensionierung in die Bank kam, weil der irgendwie sein ganzes Leben bestand aus diesem, ja, aus diesem Kontext auch. Und ich dachte dann so, okay, wenn ich jetzt hier bleibe, dann werde ich so, wie die anderen Leute hier auch sind. Und dann hatte ich das Gefühl, das ist nicht das, was ich für mein Leben will. Ja, das waren alles großartige, nette Menschen, aber ich wusste, es ist nicht der Lebensweg, den ich hier haben will. Und dann habe ich die Ausbildung fertig gemacht, habe einen Rucksack gepackt, bin in die Welt gefahren, 2 Jahre lang mit dem Rucksack erstmal andere Lebensweisen erkunden, irgendwie gucken, was macht Menschen überhaupt glücklich, wie leben Menschen so. Ja, und daraus, glaube ich, ist es dann so entstanden. Plus, ich habe das ja schon mal erzählt, in einem anderen Kontext, ich bin sehr früh mit dem Tod konfrontiert worden von Freunden in meinem Alter, als ich 18 war. Und das wirft natürlich auch nochmal so die Fragen auf, wenn du hier so schnell verschwinden kannst, weg bist, was machst du mit deinem Leben hier eigentlich? Also es kann jedem von uns passieren, dass wir jeden Moment nicht mehr da sind. Und das wurde mir dann mit 18 klar. Vielleicht in einer Zeit, wo man sich so eine Frage nicht stellt. Und ich glaube, das war so der ursprüngliche Auftakt zu so einer Entdeckungsreise. Was will ich eigentlich machen mit meinem Leben, die mich durch total wahnsinnig abenteuerliche Wege dann auch so ein bisschen begleitet hat. Auf der Suche nach Antworten. Und ich glaube, so ist es dann irgendwie natürlich entstanden, eher Unternehmer zu werden, als so ein Angestellten-Dasein zu leben. Ja. Das heißt, du bist groß geworden, noch in dem Gebiet der ehemaligen DDR, bist dann nach West-Berlin dann gewechselt, warst in einem der wichtigsten Bezirke von Berlin, auch auf der Schule. Korrekt. In Spandau, wenn ich es richtig erinnere. An der gleichen Schule, wo du auch warst, da sieht man, was draus wird aus den Leuten. Genau, auf der Freier vom Stein. Freier vom Stein, genau. Genau, dann hast du eine Ausbildung gemacht, bist dann aber um die Welt gereist, hast dich weiterqualifiziert als Trainer, hast viele NLP-Ausbildungen gemacht, ich glaube in Australien die Mediationsausbildung zum Mediator. Ja, genau. Hast mehrere Unternehmen gegründet, bist heute bundesweit gefragter Trainer und auch Keynote-Speaker. Inzwischen. Das heißt, deine Tagessätze liegen ja schon deutlich über dem Niveau, was die meisten im Monat verdienen. Was war so dabei so deine Triebfeder? Was hat dich da motiviert? Vor allen Dingen auch Niederschläge, Niederlagen gab es mit Sicherheit auch. Wie hast du da durchgehalten? Also, was war die Triebfeder? Ja, mich hat das natürlich immer bewegt, irgendwie, was treibt uns als Menschen an? Warum sind wir so, wie wir sind? Warum sind Leute, die alles haben, unglücklich? Warum sind Leute, die nichts haben, total glücklich? Warum sind manche Leute total präsent und können ihr Leben genießen, trotz aller widrigen Umstände? Warum fällt es anderen so schwer, glücklich zu sein, auch wenn sie alles haben?
Ich will gerade jetzt auch im aktuellen Kontext, ja, wenn du morgens nicht aufwachst und dankbar bist dafür, dass du hier bist, in so einem Land, wo du frei deine Meinung sagen kannst, wo du alle Möglichkeiten hast, irgendwie an Bildung ranzukommen, tätig zu werden, dich auszudrücken. Das hat mich immer bewegt und ich habe ja in Australien dann auch studiert. Also ich war ja nicht nur reisen, ich bin ja dann nach der Reise nach Australien gegangen, um Holistic Counseling zu studieren, also ganzheitliche Beratung. Ja. Was sich vielleicht beschreiben lässt als angewandte Psychologie plus dieses Erkenntnis aus ganzheitlichen Denkweisen wie systemische Ansätze, wie geht Ayurveda oder chinesische Medizin mit der Psyche des Menschen um, wie betrachten die das? Und da ist so ein ganzheitlicher Blick entstanden auf die Dinge. Und das hat mich natürlich dann immer weiter vorangetrieben, auch in Klöster zu gehen, Meditation zu gründen und so eine Sachen zu tun, einfach um mir selber auch auf die Schliche zu kommen und zu sehen, hey, wie funktioniert unser Geist eigentlich? Wie funktioniert dieses etwas, was morgens angeht nach dem Aufstehen? Wir wachen alle auf, du musst keinen Knopf drücken, da geht's los mit Gedanken. Mhm. Den ganzen Tag lang hat unser Kopf Gedanken. Noch und nöcher. Ich glaube, es sind irgendwie 80.000 oder so Gedanken am Tag, hatte ich mal irgendwo gelesen. Bei den meisten Leuten sind es halt immer die gleichen jeden Tag. Und das fand ich so faszinierend, ja, dass wenn du dich mal ausklingst aus deinem Geist und raufguckst und sagst, okay, wir leben zwar viel auf Autopilot, aber wir haben eine unglaubliche Macht als Mensch, nämlich unser Leben wirklich selber zu gestalten, auch unseren Geist, unser Mindset selber zu gestalten. Hm. Und das wollte ich dann teilen mit Leuten. Also das war mir wichtig, irgendwie rauszugehen und ich habe es ja gesagt, was mache ich mit meinem Leben? Ich wollte was tun, was einen positiven Eindruck hinterlässt, wo du, wenn ich mal irgendwann weg bin, dass Leute sagen, ja, der hat mein Leben irgendwie in einer positiven Art und Weise berührt. Hm. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du ja daraus motiviert auch dein Buch geschrieben. Ich glaube, relativ schnell warst du da auch durch. Wie heißt das genau für unsere Hörer? Das ist jetzt gar nicht mehr eine Auflage. Ne? Das hieß von gestresst zu begeistert oder von genervt zu begeistert in 15 Minuten. Und da waren so kleine Kapitel drin, wie ich aus diesem Autopilot rauskomme am Arbeitsplatz. Also da ging es viel darum, hey, deine Arbeitszeit ist deine Lebenszeit. Irgendwie kannst du auch genießen oder kannst du auch selber gestalten, das Spaß macht. Ja, das waren noch Zeiten. E-Book-Verlag gegründet, als noch keine E-Book-Reader gab und so. Ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert. Das heißt, das Buch ist mit dem Link unter dem Video dann auch zu erhalten, nehme ich an? Nee, gibt's jetzt nicht mehr. Gibt's nicht mehr? Nee. Okay, dann. Ich habe zwar von einer bekannten deutschen Autorin, einer Bestseller-Autorin, damals zwar die Zusage gehabt für ein Vorwort für die zweite Edition, aber momentan war das ist jetzt nicht mehr verfolgt worden. Okay. Aber es wäre eine Idee, das mal wieder aufzusetzen. Ja, also solltest du Interesse haben an dem Buch, dann schau einfach immer wieder in dem Kasten hier unter dem Video nach. Eines Tages werden wir mit Sicherheit einen Link zu deinem Buch dann auch veröffentlichen oder zu dem entsprechenden digitalen Kurs, weil da hast du auch einige Projekte auf den Markt gebracht, zum Beispiel einen digitalen Kurs für, wie finde ich den richtigen Partner? Ja, genau. Was jetzt kommen wird, ist ganz spannend. Das ist noch nicht ganz fertig, aber ich werde was machen zu dem Thema Redesign Your Life, weil ich festgestellt habe, dass viele Leute, jetzt gerade so in meinem Alter, so in ihren 40ern, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die einfach so ihr Leben angucken und sich fragen, war es das jetzt schon? Mache ich wirklich das, was meinen Werten gerecht wird? Wenn so ein Leben total kostbar ist, was es ja ist, nutze ich diese Kostbarkeit des Lebens aus? Lebe ich das so, wie ich gern leben will? Und da wird es ein Programm zu geben zu dem Thema Redesign Your Life. Das ist mir ganz wichtig, einfach mal zu schauen, kannst du es umdrehen? Kannst du vielleicht weniger arbeiten? Kannst du cleverere Systeme einsetzen? Kannst du dir mehr Zeit für die Dinge schaffen, die du wirklich machen willst? Mhm. Ja, und da hat sich ja unsere Welt extrem verändert. Jetzt in den letzten Jahren auch arbeitstechnisch. Ja, Angestellte können auf einmal aus Thailand oder sonst wo, aus Panama heraus arbeiten, funktioniert. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also das ist so ein Projekt, was so ein Herzensprojekt ist. Ja. Ja. Die meiste Zeit bin ich immer noch im Marketing und Vertrieb jetzt in den Firmen unterwegs. Ich verstehe. Da kommen wir später gerne nochmal drauf zurück. Jetzt hast du in deiner Vergangenheit ja etwas gemacht, was viele sich wünschen oder überlegen, sollte ich das vielleicht mal machen, so eine Art Weltreise und warst ja viel unterwegs. Würdest du das jetzt mit deiner Erfahrung im Rückblick nochmal machen oder wie schätzt du das ein? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das war die wichtigste persönlichkeitsformende Phase, die ich hatte. Es waren natürlich auch noch junge Jahre, direkt nach damals in Bundeswehr. Dauerte nur 10 Monate, ne? Nicht 13 Monate Zivildienst, also 10 Monate Bundeswehr. Ich war sehr sportlich
Ausbildung dann raus mit 20, 21. Es war natürlich sehr prägend, dann irgendwie 2 Jahre erstmal nur mit dem Rucksack zu reisen und dann nochmal ins Ausland zu gehen. Ich war ja insgesamt über 5 Jahre weg. Mhm. Und ich würde sie jedem empfehlen, mal rauszugehen, mal über den Tellerrand zu schauen, weil wir leben ja aus der Perspektive, die uns zur Verfügung steht. Und es lohnt sich einfach mal, in andere Länder zu fahren, die Lebensweisen anzugucken, die Wertesysteme anzugucken, zu gucken, wie gehen Menschen mit den alltäglichen Herausforderungen um. Ich halte das für, ich glaube, Goethe hat schon gesagt, Reisen bildet. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Idee ist, wenn es geht, viel zu reisen. Ja, wenn ich die Chance noch mal hätte für junge Leute, die Frage, reisen oder nicht, würde ich sagen, ja, machen. Ein spannendes Thema, was du ansprichst, mit dem ich mich selbst persönlich auch sehr intensiv auseinandersetze, nämlich das Thema Selbstverwirklichung. Und die Frage geht, kann ich mich überhaupt selbst verwirklichen? Kann ich überhaupt das Beste meiner selbst werden, wenn ich nicht zuvor bereit bin, erstmal mein Selbst, mein Herkunftssystem auch zu verlassen? Also das, wo ich herkomme, das, was ich bisher bin, mal zu verleugnen, also mindestens in Frage zu stellen, um dann frei überhaupt zu werden dann. Das ist natürlich, wenn du 5 Jahre dein Herkunftssystem verlässt, viele Kulturen kennenlernst, natürlich ein Turbo, könnte man fast sagen. Ja, absolut, weil niemand weiß, wer du bist. Also der Daniel, dem jemand begegnet, der dich nicht kennt, ist halt ein unbeschriebenes Blatt. Die Leute, die Daniel kennen in deinem Umfeld, die haben ja ein Bild von dir. Die haben sich gewöhnt an eine gewisse Art von Wahrnehmung von dir und die haben dann bestimmte Verhaltensweisen dir gegenüber, die dich vielleicht auch ein Stück weit in eine gewisse Richtung in deinem Verhalten wieder beeinflussen. Und wenn du da rauskommst, dann bist du für jeden einfach erstmal nur Mensch, der 2 Arme, 2 Beine, 2 Augen hat, der jetzt gerade da ist und niemand weiß irgendwas über dich. Das ist eine sehr spannende Art, sich selber auch zu entdecken. Ja, ich glaube, man muss jetzt nicht unbedingt dafür ins Ausland gehen. Es gibt auch andere Wege, wissen wir aus dem Coaching-Kontext. Ja, aber das Reisen hilft schon. Also gerade mal rauszugehen aus dem, was man gewohnt ist, ist sicherlich eine sehr praktische Art, sich selber neu zu entdecken. Und mal zu gucken, wer ist denn dieses Selbst überhaupt? Wer bin ich denn? Eine der großen Fragen im Leben. Ich glaube, da sollten wir nie aufhören, uns die Frage zu stellen. Wer bin ich? Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Das sind grundsätzliche Fragen. Ja. Die irgendwann jeder, meistens auf dem Sterbebett, erst die Fragen stellt und du hast schon relativ früh angefangen, nicht nur die Fragen zu stellen, sondern auch Antworten zu suchen. Ich würde dich aus meiner Erfahrung, wie ich dich kennengelernt oder erlebt habe, schon als Menschenspezialist auch einstufen. Du hast also viele Ausbildungen gemacht, NLP-Ausbildung, Coaching-Ausbildung, Trainerausbildung, auch eine Mediationsausbildung, eine recht lang umfassende, soweit ich jetzt weiß, und auch als ganzheitlicher Coach. Kann man das so sagen? Also Holistik-Coach. Ja. Ja. Was sind so deine Erfahrungen heraus, was dich gerade dieses Menschenorientierte, diese gesamte, ganze breite Bandbreite doch zu lernen und jetzt auch weiterzugeben? Was ist da so dein Beweggrund? Ich glaube, dass wir alle gar keine Idee davon haben, was für ein Potenzial in uns schlummert. Also ich glaube, dass die meisten Menschen nicht den Hauch einer Idee davon haben, was wirklich in ihnen schlummert, zu was sie in der Lage wären oder sein könnten, wenn dieses Potenzial freigesetzt wird. Ich glaube, das können wir gar nicht verstehen mit unserem Geist, mit den Werkzeugen, die uns zur Verfügung stehen, haben wir zu wenig Ideen. Man sieht jetzt gerade, in der Ukraine wird ein Komiker eigentlich, den die Politiker ausgelacht haben, zur absoluten Führungsfigur, weil er sich jetzt auf eine ganz andere Art und Weise verhält, als es jemals jemand gedacht hätte in so einer Kriegssituation. Das war ja vorher nicht klar, dass derjenige auf einmal vielleicht sogar in der Lage ist, so zu kommunizieren und so aufzutreten in so einer Stresssituation, weil alle gesagt haben, der ist jetzt ein Komiker. Ich glaube, dass in jedem einzelnen Menschen viel mehr steckt, als es uns selber bewusst ist. Und das Spannende ist natürlich, wenn ich dieses Bedürfnis habe, da ranzukommen, wie kann ich denn da rankommen? Wie kann ich denn das rausholen? Wie kann ich das freilassen? Oder wie kann ich die zumindest mal rechts und links die Grenzen ein bisschen verschieben, um zu gucken, was passiert denn dann, wenn ich mehr Raum habe? Und das ist das, was mich fasziniert. Und irgendwie macht mich das auch persönlich als Mensch total glücklich, wenn ich sehe, dass sich jemand selber überrascht und sagt, wow, hätte ich niemals gedacht, dass ich dazu in der Lage bin. Ja, oder boah, hätte ich nicht gedacht, dass es klappen kann. Und das macht mich dann so glücklich, wenn ich so einen kleinen Beitrag leisten konnte, dass jemand mehr in seine Kraft geht, in sein wahres Potenzial reingeht. Das treibt mich an. Und jetzt bist du dann auch zurückgekommen und hast dann zunächst auch den Schritt gewagt, als Trainer oder als Berater, als Coach dich selbstständig zu machen. Bist dann aber später auch mit in Unternehmensgründung, Gesellschaftsgründung gegangen, in GmbH und andere Kapitalgesellschaften, hast große Projekte aufgebaut, Bücher geschrieben,
Telekom und andere Konzerne sind ja auch deine Kunden, wo du regelmäßig die Mitarbeiter wahrscheinlich in Corona-Zeiten jetzt mehr auch online trainierst, aber auch sonst offline. Was ist da so die Entscheidung oder, also du hast ja vorhin gesagt, Freiheit war ein wichtiger Wert für dich, aber auch so der Mut gewesen oder der Grund gewesen, dich dem Risiko, das ist ja ein unternehmerisches Risiko, was du eingegangen bist, auch mit vielen Höhen und Tiefen, einige habe ich auch miterlebt. Ja. Was war da für dich so der Grund, diesen Weg zu gehen und nicht klassische Karriere zu machen, entweder als Inhouse-Trainer oder Inhouse-Coach? Ja, also wenn mein Vater das hört, der kriegt wahrscheinlich jetzt einen Vogel, weil der weiß, was ich für Jobangebote abgelehnt habe unterwegs. Auch in der Bank damals, weil ich schon so eine Menschenorientierung hatte. Ich hatte Millionäre, die in meiner Mittagspause auf mich als Azubi gewartet haben. Und das hat auch anderen Bankmitarbeitern nicht geschmeckt. Mhm. Meine erste Mobbing-Erfahrung gewesen, ja. Mhm. Weil ich Menschen immer als Menschen gesehen habe. Und mich hat das interessiert, wie ein Mensch ist und nicht wie so eine Kuh, wo schneide ich mir das Filet raus und was kann ich jetzt Schinken benutzen oder so. Weißt du, diese Denkweise, was ja viele haben, auch viele glauben, dass du als Unternehmer mal gucken musst, was du kriegen kannst. Ja. Ich finde das total wichtig, dass du guckst, welchen Beitrag kannst du leisten, welchen Wert kannst du kreieren für Leute. Mhm. Und auch erstmal offen zu sein und nicht schon so irgendwie, oh, was kann ich verkaufen? Mhm. Wie kann ich da vorgehen? Naja, und das war dann halt so, ich bin da zurückgekommen nach Deutschland 2006. Ich habe Coaching gemacht und Leute haben mich gefragt, sie machen Coaching? Was ist Coaching? Hat das was mit einer Couch zu tun? Also es kannte damals noch nicht mal jemand. Ja. Heute ist völlig normal, jeder hat einen Coach. Ja, und so ist das entstanden. Dann, wir haben uns ja auch kennengelernt über Trainings, Train the Trainer und Life-Coach-Ausbildung, NLP-Geschichten. Leute zu befähigen, mehr an ihre Potenziale ranzukommen. Und dann war irgendwann klar, der Weg in die Firmen reinzugehen. Und nachdem ich drei oder vier Jahre mal mitgerechnet habe, was ich eigentlich an Umsätze für die Firmen generiert habe durch meine Sales-Trainings, dann habe ich gedacht, ey, kannst du auch mal selber gründen. Also jetzt kannst du mal anderen helfen, dass die viel Geld verdienen, aber kannst du auch mal selber machen und habe dann halt auch gesagt, so jetzt will ich mal selber gründen und Systeme auch aufbauen, Businesses aufbauen, einfach mal zu sehen, gelingt mir das auch, eine Kultur zu schaffen, Dinge aufzubauen, den Wert kreieren. Ja, und das mache ich bis heute. Und ich bin auch gerne als Seed-Investor dabei. Ich habe jetzt vor zwei Monaten wieder ein neues kleines Investment gemacht und freue mich, dass ich jetzt auch nach vielen Niederlagen und vielen Lernerfahrungen auch, die teilweise sehr teuer waren und schmerzhaft waren, dass ich jetzt auch Gründern mit zur Seite stehen kann. Mhm. Ja, weil ich habe definitiv nicht alles richtig gemacht. Ich habe ganz viel falsch gemacht. Ich habe zum Glück auch ein paar Sachen richtig gemacht, die zu gewissen Ergebnissen geführt haben. Ja, ich glaube, das Wichtige ist, diese Reise mit anzunehmen. Also es gibt eh keine Garantie, dass irgendwas funktioniert. Mhm. Und der Vorteil ist, wenn du in vielen verschiedenen Projekten bist, kannst du als Abenteurer oder als Mensch wie ich, der sehr ablenkbar ist oder der sehr viele neuen Themen immer wieder sich widmen möchte, da hast du dann natürlich unfassbar viel Abwechslung. Und man lernt unglaublich viel über, was so los ist. Ich arbeite teilweise mit Startups, wo ich so niemals gedacht hätte, dass daraus ein Produkt werden könnte oder dass da jemand drauf kommt, daraus ein Produkt zu basteln. Mhm. Sehr, sehr, sehr spannend. Also das liebe ich halt auch, mit Firmen zusammenzuarbeiten. Jetzt ist es ja so, dass du damals zum Zeitpunkt in eine Branche des Coachings, der Beratung, auch Training, gut, das war vielleicht schon ein bisschen mehr etabliert, aber Coach noch nicht so, eingestiegen bist, wo der Markt ja sich gerade erst geöffnet hat. Ja. Also ich kann mich noch so um das Jahr 2000, 1999 erinnern an Fachzeitschriften, und dass es in Großbritannien 20.000 Coaches schon gibt, so in Deutschland keinen einzigen gefühlt. Ja. Das hat sich in den letzten 20 Jahren geändert. Würdest du jetzt sagen, das ist jetzt zu spät, in diesen Markt einzutreten als Coach, Trainer und Berater, oder ist es noch günstig? Wie würdest du so die Marktlage bewerten? Ich glaube, es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, in den Markt reinzukommen als jetzt. Mhm. Weil, wenn du dich erinnerst, als wir angefangen haben, es standen ganz viele Medien nicht zur Verfügung. Also um Reichbarkeit zu erzeugen oder Werbung zu machen, es gab keine Podcasts, es gab YouTube steckt in den Anfängen. Mhm. Dann war es so ultra kompliziert, ein vernünftiges YouTube-Video aufzunehmen, weil wir hatten keine HD-Handys oder Geräte, die gute Videoqualität aufzeichnen konnten. Wenn ich meinte, ich habe noch ein paar alte YouTube-Videos in meinem Kanal drin, wo ich so denke, ja, kannst du eigentlich mal löschen, aber da siehst du die Qualität, da hast du unglaublichen Produktionsaufwand gehabt, um Sachen zu kreieren. Und das Bewusstsein in der Bevölkerung hat sich total gewandelt. Es gibt viel mehr Leute, die auch selber bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, hier gibt es ein Thema in meinem Leben, da will ich weiterkommen, da muss ich weiterkommen und da hole ich mir jetzt Hilfe. Mhm. Das war ja vor 15 Jahren, vor 20 Jahren anders. Mhm. Da war Coaching so, nee, also wenn, dann muss die Krankenkasse mir eine Psychotherapie bezahlen oder so, aber selber Geld ausgeben dafür? Nee, auf gar keinen Fall. Deshalb glaube ich, ja, ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, jetzt
Coach zu werden? Muss ich halt relativ früh festlegen, glaube ich, auf ein Thema und gut positionieren, dass man sagt, okay, ich bin für dieses Thema stehe ich. Und ich glaube, dass es dass wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre ein Eldorado sein werden für Coaches. Ja. Für die, die gute Ergebnisse bekommen, also die Leute, die das auch mit einem gewissen Respekt und mit einer gewissen Qualität machen und gleichzeitig in der Lage sind, sich auch zu vermarkten. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Wenn du dich selber nicht richtig positionieren, nicht vermarkten kannst, wird es schwer. Also eine Webseite aufbauen und sagen, ich bin jetzt Coach, reicht leider nicht. In den allermeisten Fällen. Ja. Jetzt gibt es da sehr unterschiedliche Sichtweisen dazu zum Thema, brauche ich einen Coach oder wie viele? Also ich persönlich bin zum Schluss gekommen, obwohl ich ja sehr gut, denke ich, andere Menschen coachen kann, aber mich nur sehr schlecht, versuche ich eher für jeden Lebensbereich einen anderen Coach zu nehmen. Andere sagen, ich brauche keinen oder nur einen. Ja. Was würdest du da empfehlen, was so der unterm Strich der wirkliche Vorteil einer guten Coaching-Beziehung ist? Lionel Messi oder ein Cristiano Ronaldo oder eine Beyoncé als Sängerin oder ein Oscar-Gewinner Tom Hanks, die haben alle Coaches. Und wenn die besten Leute der Welt, die absoluten Ikonen in ihrem Fach sind, trotzdem noch auf Coaches zurückgreifen, dann muss da irgendwas dran sein, weil jemand anderes etwas sieht, was du selber nicht siehst, weil du blinde Flecken hast oder weil diese Personen dir in irgendeiner Art einen Mehrwert geben können, einen anderen Ansatz, dich weiterentwickeln können. Und ich glaube, dass das für jeden Menschen sinnvoll sein kann, sich in den Bereichen, wo du spürst, dass du nicht weiterkommst oder wo du merkst, ich komme hier einfach an meine eigenen Grenzen und mir fehlen jetzt die Kapazitäten, mir das Wissen anzueignen oder mir fehlt manchmal auch die Energie oder die Überzeugungskraft, etwas zu ändern. Da kann ein Coach unfassbar hilfreich sein, in solchen Phasen einfach durch so einen Engpass durchzukommen. Ja. Was das Besondere an einer Beziehung, das hängt ganz stark vom Coach ab. Es gibt Fachcoaches, die bringen dir bestimmte fachliche Fähigkeiten bei. Es gibt Persönlichkeitscoaches, die bringen dir bei, wie du mehr in dein wahres Ich kommst, wie du deine Persönlichkeit mehr erscheinen lassen kannst. Das hat sehr unterschiedliche Vertrauensebenen nochmal. Ja, Fachcoach ist eher so ein bisschen nur fürs fachliche. Persönlichkeitscoach, da geht es natürlich schon sehr an persönliche Dinge ran. Da, glaube ich, ist der wichtigste Indikator das eigene Bauchgefühl. Wenn du einen Coach suchst, einmal treffen, irgendwie ein Bauchgefühl kriegen, passt das menschlich. Ich glaube, das ist ein sinnvoller Weg. Gibt es auch bestimmte Tipps, wo du darauf oder wo du sagst, darauf sollte man achten bei der Auswahl des Coaches oder wenn ich mich als Coach qualifiziere, welche Ausbildungen da zielführend sein können und welche vielleicht nicht so? Bei der Auswahl des Coaches empfehle ich wirklich Bauchgefühl und sich ein bisschen informieren, hat derjenige das nötige Know-how, um mir helfen zu können. Ja. Bewertungen und sowas sind dabei ein hilfreicher Punkt, wobei Bewertungen zum Teil völlig inszeniert sind, also darauf alleine sich zu verlassen. Wenn ich gut, ich würde mich umhören, glaube ich, im Umfeld, mal gucken, was andere Leute so sagen. Nicht auf den üblichen Bewertungsplattformen, sondern einfach mal umhören. Ja. Gucken, welche Erfahrungswerte bringt jemand schon mit und wie tritt jemand dir gegenüber auch auf. Ja. Im Erstgespräch. Der zweite Teil der Frage war, glaube ich, Ausbildung. Welche Ausbildung Sinn macht? Wenn man selbst in diesen Weg gehen möchte, welche Ausbildungsstrecke sollte man da durchlaufen? Hängt natürlich total davon ab, wer du bist und in welche Richtung Coach du dich entwickeln willst. Wenn du Finanzcoach werden willst, hast du sicherlich eine andere Persönlichkeitsstruktur oder eine andere Entwicklung, als wenn du, weiß nicht, Paartherapeut oder Paarcoach werden möchtest. Ich glaube, dass es die grundsätzliche Haltung dürfte wahrscheinlich sein, höre nie auf zu lernen. Ja. Also nur ein Zertifikat zu machen reicht nicht. Mit einem Zertifikat zu wedeln heißt nicht, ich bin kompetent. Aber es hilft, definitiv Ansätze zu lernen, also strukturierte Ansätze zu lernen. Sich selbst auch mal zu reflektieren und zu gucken, wo springen meine eigenen Themen an. Das lernst du natürlich in einer Ausbildung, in einer richtigen Coaching-Ausbildung viel eher, als wenn du dir das Wissen durch Bücher aneignest oder Videos schaust. Ja. Weil so ein Coach-Ausbilder, das wissen wir selber auch, haben wir auch erlebt, die drücken dann halt auch mal auf deine Knöpfe. Ja. Und ich weiß, dass in Mediationsausbildungen, dass ich erlebt habe, dass Leute, wenn es dann Themen waren, die sie selber betroffen haben als Mediator, völlig zusammengebrochen sind und sich auf die Seite von einer Person gestellt haben, weil die halt emotional nicht mehr Neutralität bewahren können. Und sowas ist dann halt wichtig, in Ausbildung auch zu lernen, dich selber zu reflektieren. Weil als Coach bist du für den anderen da und nicht dazu, dein eigenes Wertesystem durchzusetzen oder zu verstärken.
Ja, und ich glaube, dass ich habe, weiß nicht, wie viel Ausbildung, ich habe stapelweise Zertifikate, aber die Zertifikate sind mir nicht so wichtig wie das, was ich daraus gelernt habe, und man kann immer was Neues lernen. Ja. Nicht aufhören zu wachsen, das wäre mein Vorschlag. Wenn du dir sicher bist, dass du helfen kannst, fang einfach an. Mhm. Man braucht keine 10 Zertifikate, um anzufangen. Genau, das ist ein bisschen der Nachteil noch in der Branche Coaching. Also bei der Mediation wurde es ja, glaube ich, vor knapp 10 Jahren berufsständisch dann geregelt, dass da der Berufsstand des Mediators mit dem entsprechenden Mediationsgesetz dann entwickelt worden ist. Und da steht genau drin, wie viel Ausbildung sollte man machen, wie viel Fallarbeiten, Supervision und so weiter. Das fehlt beim Coaching noch tatsächlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber die internationalen und auch die nationalen Verbände, die dann wiederum Zertifizierung abbilden, wo man gewisse Praxisstunden nachweisen muss, Ausbildungsstunden, bezahlte Coachings und Mentor-Coachings durchlaufen muss. Ich bin gerade auch da in dem Prozess drin. Das ist schon sehr, sehr aufwendig. Also ich glaube, ich sitze jetzt im dritten Jahr für die der Vorbereitung. Und das ist ein Versuch, aber es gibt letztendlich noch keinen Verband oder kein Gesetz, wo drin steht, das ist ein Coach und das nicht. Ich glaube, wird auch nicht kommen. Also dafür ist das Thema einfach zu weit, gerade weil du so viele Dimensionen abbilden kannst. Sicherlich gibt es ein paar Institutionen, die dir ein höheres Qualifizierungsmerkmal sind. Also wenn jemand da durchgelaufen ist, dann weißt du, derjenige hat sich die Mühe gemacht, überhaupt da durchzugehen. Der hat nachgewiesen, dass diese Coachings stattgefunden haben und dokumentiert und sich auch, mal auf Deutsch gesagt, die Hosen runtergelassen und sich auch Feedback geholt von erfahrenen Coaches, die dann auch vielleicht mal sagen, sorry, das war nicht so elegant oder das war gut gemacht und hier kann man noch besser werden. Ja, das kann schon hilfreich sein. Ich glaube, eine generelle Zertifizierung wird nicht kommen, ist meine Mutmaßung. Ja. Oder eine Weile dauern. Ja, gucken wir, ob das erleben mal sehen, wird. Da würde ich gerne mit dir zurück mal zu der Unternehmenswelt, Selbstständigenwelt zurückkommen. Du hast ja dann auch verschiedene Unternehmen gegründet, bist jetzt auch noch als Investor, als Business Angel auch, höre ich raus, tätig. Was sind denn da so deine Erfahrungswerte, wenn du das mal vergleichst, auf der einen Seite freiberuflicher Selbstständiger zu sein, also als Einzelunternehmer deine persönliche Dienstleistung als Trainer, Coach, Mediator zu verkaufen, auf der anderen Seite Unternehmen zu gründen. Und du hast ja auch Unternehmen gegründet, sowohl mit, wenn man sagen, klassischer Art Produkten, auch offline wie auch online warst du stark unterwegs, hast deine Erfahrung gesammelt, auch im Social Media Marketing. Mhm. Was hat dich da so bewogen? Was waren da so deine Erfahrungen, Erkenntnisse? Würdest du das normal machen oder? Ja, na klar, würde ich das normal machen. Allein schon wegen der Lernerfahrung, die da drin waren. Ich bin ein Menschenmensch und ich liebe gleichzeitig Zahlen und Statistiken und Systeme. Ja, und für mich ist das halt total spannend. Kannst du Dinge auch automatisieren? Kannst du die anders aufsetzen? Ich glaube, die Balance zu finden zwischen den Menschen, die arbeiten, also ich glaube, das waren so mit die schlimmsten Fehler, die ich gemacht habe, tatsächlich als Menschenmensch trotzdem teilweise die Entscheidungen getroffen zu haben. Jetzt brauchen wir schnell jemanden. Das würde ich so nie wieder machen. Also ich bin heute viel vorsichtiger bei, in wen investiere ich, mit wem mache ich Sachen. Egal wie gut das Geschäftsmodell ist, das System, die handelnden Personen müssen die richtigen sein. Also das sind so Lernerfahrungen, die habe ich gemacht in den letzten Jahren. Und selbst wenn du die besten handelnden Personen hast, wenn du kein vernünftiges System hast, dann funktioniert es auch nicht. Und ich glaube, das war so eine von den Lernerfahrungen. Beides muss irgendwie gegeben sein. Und in der Regel fällt Leuten eins davon leichter. Ja. Coaches, Psychologen und so viele, viele Einzelselbstständige sind voll gut in dem, was sie tun und nicht so gut da drin, dieses Thema aufzubauen dahinter. Da lohnt es sich dann, sich wieder Hilfe zu holen. Ich meine, die wirtschaftlichen Unternehmen, die bringen einem Erfahrungswerte, die bringen einem eine gewisse Art von Bedeutung oder auch Kraft im Leben. Ja, man tritt ja auch an, um was zu verändern, um Beitrag zu leisten, Dinge zu tun. Deshalb schon würde ich das alleine wieder machen. Und natürlich hat es auch einen anderen Hebel, Unternehmen zu gründen oder in skalierbare Systeme oder in passives Einkommen zu investieren, als immer seine Zeit zu verkaufen. Ja. Was würdest du denn aus dieser Unternehmertätigkeit, das ist ein Wechsel, ob ich jetzt da eine Firma gründest mit Mitarbeitern, Geschäftsführer und so weiter, ein bisschen mehr Kapitaleinsatz, was war denn da so dein größter Erfolg und gleichzeitig aber auch, also nicht dasselbe, aber auch auf der anderen Seite ich will nicht sagen größte Niederlage, sondern da sind ja Lektionen drin verbunden. Mein Coach hat auch mal gesagt, die
die Learnings machst du nicht oben auf dem Erfolg, sondern meistens unten. Was waren da so deine beiden extremsten Erfahrungswerte als Unternehmer? Extrem ist ein gutes Wort. Also extrem, also extremes Wachstum bei einem Online-Business, wo wir innerhalb von 2 Monaten zu groß waren für unser Büro, ausziehen mussten, neues Büro, alles gleichzeitig gewachsen sind. Nach 6 Monaten irgendwie 20 Vollzeitangestellte plus noch viele Freelancer ringsherum hatten und so ein irrsinniges Wachstum damit zu gehen, gleichzeitig immer noch mehr Kunden anzudocken und also so eine wahnsinnige Geschwindigkeit einfach an den Tag zu legen. Das war sehr, sehr extrem. Da sind natürlich auch Fehler entstanden, ja, weil dann ist es irgendwie so, wir haben fast nicht jetzt jeden eingestellt, der sich bei uns beworben hat, aber wir brauchten so dringend Leute. Mhm. Also, okay, alles klar, probieren wir aus, rennst mal anfangen. Also da waren dann Leute dabei, die haben wir super fit gemacht, die sich dann am Ende irgendwann auch umgedreht haben und sich überhaupt nicht mehr fair uns gegenüber verhalten haben, nur Schuhe geshoppt haben und dann mit dem Anwalt gekommen sind und gesagt, ja, versuch mich doch mal rauszuschmeißen, ich bin alleinerziehend. Versuch mich doch mal rauszuschmeißen. Ich sitze jetzt hier, entweder kriege ich jetzt noch 6 Monate Geld, bis ich in ALG-1-Bezug gehe, oder ihr könnt ja mal versuchen, mich rauszuschmeißen, aber schafft ihr nicht. Über einen Anwalt machen und so. Das sind halt so Sachen, die du als Unternehmer erlebst, wo du, wenn du da mit deinem eigenen Geld drin sitzt und wenn du Menschen geholfen hast und denen vertraut hast, und dann verhalten die sich so, das kann sehr, sehr, sehr schmerzhaft sein. Und das kann bei jemandem wie mir, dem Fairness so ein wichtiger Wert ist, kann es echt zu richtig, richtig, richtig schwerwiegenden Verstimmungsschwankungen kommen. Also ich habe damals echt darunter gelitten, dass Leute so sind, ja, weil ich dachte, ey, man hilft sich doch gegenseitig, wie kann jetzt jemand sich so drehen? Mhm. Ich glaube, das waren so die extremsten Erfahrungen sind natürlich, wenn dann irgendwie, wir hatten Freelancer damals, die unser Geschäftsmodell kopiert haben und Lügen über uns erzählt haben und am Markt rausgegangen sind und versucht haben, das, was wir gemacht haben, zu machen. Die haben uns einen möglichen Exit kaputt gemacht. Die haben uns, die haben dafür gesorgt, dass wir ganz viele Leute rausschmeißen mussten, weil die dann den größten Kunden da rangegangen sind. Und das war natürlich auch schmerzhaft. Also das hat auch eine Weile gedauert, das zu verdauen. Weil ich weiß noch, wie ich mit den Jungs gesprochen habe. Ich habe mich mit denen getroffen und habe gesagt, wollt ihr das wirklich machen? Die waren ja inszeniert, die sind ja angeleitet worden von jemandem. Ich muss jetzt aufpassen, wie viel ich erzähle dazu. Ja. Diese Wertesystem, ja, ich habe gesagt, ihr wollt das jetzt wirklich so machen, ihr wisst, dass ihr jetzt Lügen über uns erzählt und ihr macht das nicht, wir haben keinen Bock da jetzt gegen uns gegenseitig zu beschießen, aber wollt ihr auf diese Art und Weise versuchen, euren ersten Erfolg hinzukriegen? Und dann haben sie gesagt, wir denken nochmal drüber nach und scheinbar kam dann sozusagen die Seite raus, die ich nicht gewählt hätte. Mhm. Ja, also zu sagen, dass Unternehmer zu sein irgendwie alles nur eitel Sonnenschein ist, sondern dass es immer nur Spaß macht und das alles ganz aufregend und schön, ist eine Seite der Medaille. Aber es kann natürlich auch ganz schöne Tiefschläge geben. Es kann auch Momente geben, wo man echt daran zweifelt, warum mache ich das alles? Und ja, und ich habe natürlich auch schon viel Geld verloren in Projekten, wo ich investiert habe, wo die dann nicht funktioniert haben oder nicht geklappt haben. Ja, in der Summe bin ich froh, dass in der Summe das auf der richtigen Seite steht. So. Dass die Zahl schwarz und rosa ist und nicht rot und groß, ja. Ja. Ja, es gehört auch immer ein bisschen Glück mit dazu. Also ich glaube, du kannst auch ganz viel richtig machen. Du brauchst irgendwie, keine Ahnung, ein Segen oder ein Glück gehört mit dazu. Ich kenne so viele Leute da draußen, die machen genau das Richtige seit so vielen Jahren. Und dann kommt jemand anderes, der das nicht mal so gut kann wie die. Aber dem fällt dann so irgendwie das Glück in den Schoß und der hat dann gleich die richtigen Kunden oder kriegt die richtige Aufmerksamkeit und der überholt dann die anderen, die eigentlich viel besser sind oder die irgendwas machen. Ich glaube, du kannst ganz viel selber richtig machen und du wirst ein gewisses Maß an Erfolg bekommen, wenn du die richtigen Dinge tust. Und um richtig erfolgreich zu werden, brauchst du nicht Glück, aber du brauchst eine Art Segen, das Universum, Gott, wie auch immer du das bezeichnest, muss auf deiner Seite sein und sagen, das ist dein Auftrag, das ist dein Weg als Mensch, dahin zu gehen. Ja, ich glaube, du kannst als Mensch ganz viel erreichen zu einem gewissen Punkt und danach hängt viel von Fügung auch ab. Ja. Und wenn dann dieser Segen oder dieses Glücksmoment oder was, wie du es auch nennst, dann tatsächlich kommt, ist auch mal die Frage, kann ich mir das als Unternehmer auch vorstellen? Ja. Also diese Vorstellungskraft oder Glaubenskraft, wie wichtig schätzt du die dann ein, als Unternehmer zu haben? Essentiell, ja. Ich denke, wo Walt Disney wurde man gefragt, was er über die Zukunft denkt. Und wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, ich glaube, er hat sowas gesagt, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber was ich weiß, ist, sie wird bunt, farbenfroh und aufregend sein. Und ich hatte ja schon das Glück, mit sehr, sehr großartigen Coaches, aber auch mit großartigen Unternehmern zusammenzuarbeiten. Und was die alle eint, ist, die haben innerlich eine Vorstellung davon, wo die Reise hingehen soll.
Manche ganz konkret, manche eher so eine Richtung. Aber ich glaube, dass es ganz essentiell ist, dass du in deiner Vorstellungskraft in der Lage bist, ein Bild zu zeichnen, eine Vision oder eine Idee zu haben, wo du hinstrebst, weil du sonst einfach auf Autopilot, du stehst morgens auf und machst auf Autopilot das, was du immer gemacht hast. Um da rauszukommen, brauchst du eine Antriebskraft, ein Bild, einen Film, einen inneren Film, eine Idee, einen Leitgedanke, der dich antreibt und der dir auch den Weg so weist, wo du deinen unbewussten Geist auch ein Stück weit dazu bringst, hey, denk mal darüber nach, wie ich dahin kommen kann. Jetzt fang mal an, mach dir neue Gedanken. Nicht immer die gleichen, mach dir mal neue Gedanken, wie kann ich dahin kommen? Ein Unternehmer ohne Vorstellungskraft, ich weiß nicht, ob es das gibt, ich habe noch keinen gefunden. Franchise vielleicht. Ja, das gibt natürlich Systeme, die helfen, ja, wo du einfach etwas duplizierst, was schon da ist. Selbst dann brauchst du irgendwie die Vision, weil es gibt ja auch die Tage, wo du keine Lust hast und dann brauchst du trotzdem was, was dich antreibt und aufstehst. Weil du ja Walt Disney auch zitiert hast, hat er noch einen zweiten wichtigen Spruch gesagt, der mich auch total motiviert, inspiriert, nämlich die Aussage, das, was du dir vorstellen kannst, das kannst du auch machen. Ja. Und das kann natürlich auch einer der Gründe sein, weshalb 7 Menschen die gleiche Idee oder die gleiche, sagen wir mal, die gleiche Chance bekommen, im gleichen Markt aufzutreten und auch eine Lösung haben. Aber die Vorstellungskräfte, die Größe des Glaubens, ich glaube, dass das eine ganz persönliche, individuelle Sache ist. Und wir leben ja in einem Land, wo wir, wenn wir uns bewerben, ja nicht nach vorne gefragt werden, sondern wir reichen unseren Lebenslauf aus der Vergangenheit ran. So nach dem Motto postuliert, das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, werde ich in der Zukunft auch bringen. Wahrscheinlich nicht mehr, nichts anderes. Und da wird unsere Einstellung von der Vergangenheit und nicht von der Vorstellungskraft abgeleitet. Wie siehst du denn das? Wie sollte da ein Unternehmer unterwegs sein von seinem Vergangenheitsbezug, Gegenwartsbezug, Zukunftsbezug? Was würdest du da empfehlen aus deiner Erfahrung? Gute Frage. Also ich glaube, generell ist es erstmal gut, öfter mal präsent zu sein. Ich glaube, wir haben in unserer Welt einfach so ein Phänomen, dass alle entweder immer in der Vergangenheit oder immer in der Zukunft sind und wenig hier sind, weil das Leben findet ja genau hier jetzt auch statt. Und dann ist es, glaube ich, nicht nur für Unternehmer, sondern generell für Menschen jeden Morgen eine Entscheidung, die wir alle treffen. Ja, jeden Morgen ist es eine Entscheidung, die jeder von uns trifft. Entweder lebe ich aus der Vergangenheit heraus, ich mache morgen mein Handy an, ich falle sofort in Gewohnheiten, die ich schon über Jahre hinweg etabliert habe. Und dann gibt es sowas wie ein Körpergedächtnis, so Angewohnheiten. Dann läuft alles so im Kopf und im Körper genauso ab wie immer. Ja. Dann kommt genau das Gleiche raus wie immer, vermutlich. Ja. Die andere Variante ist, ich stehe morgens auf und ich frage mich, wo soll es denn hingehen? Was stelle ich mir denn vor? Was will ich heute kreieren? Was will ich schaffen? Wie will ich meine schöpferische Kraft als Mensch vielleicht auch nutzen? Wie will ich meinen Einfluss, den ich habe auf die Geschehnisse um mich herum, wie will ich den nutzen? Und dann füttere ich meinen Kopf mit Gedanken, die neu sind, die nämlich nicht aus der Vergangenheit kommen, sondern hingerichtet sind auf ein Ziel, auf irgendwas, wo ich hin will. Und diese Entscheidung, die können wir treffen. Und ich glaube, das geht morgens für die meisten Leute schon mit dem allerersten Akt los. Stellst du dir morgens vor, wie dein Tag gut läuft, wie du gute Dinge schaffst, wie du positiv mit den Sachen umgehst? Oder bist du schon in so einem Autopiloten? Oh, heute wird anstrengend. Oh, so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ach komm, ich lese mal erstmal schon mal meine E-Mails. So, und ich glaube, dass irgendwie 98% der Menschen eher mit dem Autopiloten anfangen und sich dann am Ende des Tages oft wundern, wo ist mein Tag jetzt hin? Und dass die Leute, die ein bisschen bewusster leben, die auch bewusst ihre schöpferische Kraft nutzen, weil sie sich eine Idee machen, dass sie vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß haben. Also nicht nur, dass die bessere Ergebnisse erreichen, aber die haben halt einfach auch ein bisschen mehr ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, von ich kann hier was bewegen im Leben. Ja, deshalb halte ich das für eine der grundlegendsten Fähigkeiten als Mensch, nicht nur als Unternehmer, sondern als Mensch. Überleg dir, ob du auf Autopilot weitermachen willst, noch 10 Jahre, noch 20 Jahre, noch 30 Jahre so. Oder willst du selber gestalten, weil das ist dein Leben. Ja. Weißt du, und das soll ich lange Antwort, aber ich sag mal, jeder kriegt sein eigenes Leben. Du wachst morgens auf und das ist dein Leben. Du hast nicht geteilt. Stell dir mal vor, jemand anderes hätte dein Leben auch noch. Ja, Konto ist alle, Körper ist tätowiert, hat voll Party gemacht, du stehst auf mit Kopfschmerzen, irgendwie hast einen Kater, weil du teilst. Nee, das ist dein Leben. Und wenn man da mal so extrapoliert und sagt, wenn ich jetzt 80, 90 bin irgendwie, wie will ich denn mit 30, mit 40 meine Entscheidung getroffen haben? Ja. Wie will ich in mein Leben gelebt haben? Mal vielleicht diesen Blickwinkel zu nehmen, wenn ich später mal zurückgucke. Ja. Will ich da auf Autopilot einfach mitgemacht haben oder will ich es selber gestaltet haben? Also die Wahl ist deiner. Ja. Du musst nur hier jetzt ankommen und das realisieren, dass du das jetzt hier und jetzt in jedem Augenblick neu entscheiden kannst für dich.
Das ist ein gutes Beispiel mit dem Autopilot, gerade weil es ja auch jetzt bei den Kraftfahrzeugen auch mal Einkehr hält, dass da sozusagen die Navigation irgendwann das Auto völlig selbstständig autark führt, also autonomes Fahren. Und das kann natürlich dazu führen, nicht nur, dass ich den Autopilot einschalte, sondern mich als Fahrzeug nicht weiterentwickle, also immer Benzin fahre, immer die gleiche Strecke, dann wache ich irgendwann morgens auf und will zur Tankstelle und dann gibt es die nicht mehr, weil das dann Strom oder Wasserstoff ist und so Benzin gibt es ja nicht mehr zu tanken und schon ist man raus aus dem Spiel. Und das geht natürlich schleichend in vielen Bereichen. Ich habe dir aber noch zwei andere Worte sagen gehört. Und zwar das Wort kreieren und schöpferisch. Schöpferisch, es gibt ja die Urheberrechte, die Schöpfungsrechte, bei der Musik wissen wir das. Mhm. Oder bei Gedichten oder Texten, auch jetzt in digitalen Medien immer weiter. Und auf der anderen Seite hast du kreieren gesagt, das ist ja ein Begriff, creare, Latein, wir sind beide Lateiner, heißt ja wachsen. Und die Kreatur ist ja dann auch etwas, was erwachsen ist. Wir sind von Pflanzen umgeben, die wachsen. Und jetzt gibt es ja so diese zwei großen Lehren oder Strömungen. Es gibt ja so die Kreationisten, die glauben tatsächlich, dass etwas erschaffen worden ist und wächst, kreiert worden ist, wie du sagst. Und dann gibt es die anderen, eher so die Evolutionisten, sagen, ich komme halt aus der Ursuppe von der Zelle als Fisch auf dem Land gekrabbelt und dann irgendwann waren wir Säugetiere da, sind dann gelaufen, haben uns unterhalten und Führerschein gemacht und sind Fußballfan geworden. Ja. Also ich persönlich erlebe es, dass es mir hilft, zu wissen, dass ich selbst ja ein geschaffen bin und deshalb auch die Fähigkeit habe zu schaffen, um dann mein Unternehmen zu schaffen, also gestalten zu können. Wie siehst du das, diese beiden großen, ich sag mal, wenn wir die Menschheit mal aufteilen, gibt es halt so diese Evolutionisten und die Kreationisten. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, es kommt nicht von mir, ja, es kommt von demjenigen, von dem ich Meditation lehre, der sagt immer, der Unterschied zwischen Schicksal und freier Wahl ist, wie groß du bist, ist dein Schicksal, wie schwer du bist, ist deine freie Wahl, also deine Entscheidungskraft. Und ich glaube, es ist beides. Ich glaube, dass im Leben, es gibt Dinge, die sind geschrieben für dich auf deinem Lebensweg, die gehören irgendwie mit zu der Agenda, zu deiner Lebenslegende mit dazu. Mhm. Die sind unausweichlich. So wird jeder von uns mal mit Verlusten konfrontiert werden. Also ein Teil des Lebens ist so, wie er ist. Mhm. Der ist ein Stück weit vorgeschrieben. Und ein anderer Teil des Lebens ist komplett frei für unsere eigene Gestaltung. Wie gehen wir mit den Geschehnissen um? Was machen wir aus unseren Möglichkeiten, die da sind? Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Was machen wir mit dieser schöpferischen Kraft, die definitiv in uns ja drin ist? Ja. Lasse ich die einfach liegen oder lasse ich die von jemandem anderes, Autopilot, ja, lasse ich jemandem anderes sagen, was ich damit machen muss oder benutze ich die selbst? Ja. Also ich glaube, dass es ist beides. Viel hilfreicher ist es, aber wenn man mal so einen psychologischen Trick anwendet, viel hilfreicher ist es zu sagen, ich habe die schöpferische Kraft, alles zu verändern. Psychologisch geht es mir viel besser, wenn ich mich nur darauf konzentriere, zu sagen, die anderen Sachen, die sind so, wie sie sind. Ich konzentriere mich nur auf das, was ich selber beeinflussen kann, nur auf meine schöpferische Kraft und bringe meine ganze Energie, meinen ganzen Fokus nur hierhin, wo meine Kräfte sind, wo ich neue Gedanken formen kann, wo ich neue Handlungen erfinden kann oder nutzen kann, wo ich die Welt ein Stück weit verändern kann. Psychologisch definitiv besser auf der ich kreiere die Dinge Seite zu sein, als zu sagen, ja, wir sind hier wie Tiere, die einfach nur ihre Instinkte ausleben. Also das wird dem Menschsein nicht gerecht. Einfach, dass da ein bisschen was auf der Erde zwischen den Bäumen rumspringt, deshalb gibt es dann die weiterentwickelten Fische. Ja. Also das eher wahrscheinlich nicht, sondern eher, dass wir dort möglicherweise diese Fähigkeit haben von jemandem, der uns das auch mitgegeben hat. Oder zumindest, dass wir dieses schöpferische Potenzial haben. Ja, und weißt du, ich glaube sogar nicht nur, dass es eine Chance ist, sondern ich glaube, dass es die Pflicht ist, das menschliche Leben so zu betrachten. Also du hast ein menschliches Leben bekommen, mach was draus. Das ist fantastisch, ein Mensch zu sein. Ne? Das ist so großartig, was für Möglichkeiten es gibt. Du kannst dich in so viele Richtungen entwickeln, du kannst so viele Sachen ergründen, entdecken. Du hast so viele Sinne, mit denen du die Welt wahrnehmen kannst. Es ist ja eine großartige Sache, Mensch zu sein. Es ist manchmal schade, dass manche Leute aus ihrem Menschsein auch selber manchmal eine Qual machen, ja, oder das so machen, dass es ihnen keinen Spaß macht. Und dann ist der Punkt, wo man sagen kann, okay, ich habe diese schöpferische Kraft und ich kann auch mein Leben notfalls 180 Grad drehen oder ein bisschen abweichen, dass ich das Leben lebe, was ich leben will. Wenn ich jetzt mal diese zwei Zustände, die ich jetzt gleich mal benenne,
dir mal zur Auswahl oder zur Einschätzung gebe, weil du ja viele Menschen beobachtet hast, viele Menschen berätst oder als Trainer auch begleitet hast und coacht. Wie viele Menschen sind so wie so ein Automatikgetriebe, was kaputt ist und im Notprogramm, da gibt es ja dann so ein, ich kann nur 60 fahren Programm, damit ich nach Hause komme, also ein Notsparprogramm, wie viele leben deiner Meinung nach das von ihrer Schöpfungs- oder Kreationskraft und wie viele leben eher das, was auch Walt Disney gesagt hat? Das, was du dir vorstellen kannst, kannst du machen. Oder vor 2000 Jahren, wenn du dem Berg sagst, hebe dich hinweg, dann hebt er sich hinweg. Wie viele? Wie würdest du das aufteilen, deine Einschätzung? Gute Frage. Ich glaube, so ganz voll und ganz sind wahrscheinlich ganz, ganz wenige, 1 oder 2% der Leute, also wirklich voll Initiatoren, die so komplett sagen, ich lebe das Leben zu meinen Bedingungen, ich gehe da raus, ich kreiere die ganze Zeit meine Welt. Mhm. Dann gibt es, glaube ich, einen ganz großen Anteil, der macht es in einem bestimmten Bereich seines Lebens. Also manche Leute können vielleicht im Arbeitsleben, lassen die komplett jemand anderes die Verantwortung übernehmen und sich sagen, was sie machen sollen, aber sind im privaten Bereich für ihre Familien großartige Mütter oder Väter oder Geschwister oder Onkel und Tanten oder Großeltern. Also das ist sicherlich von Lebensbereich zu Lebensbereich auch unterschiedlich. Manche Leute sind in einem Lebensbereich sehr auf Autopilot und in anderen total bewusst und kreieren. Ja, und es gibt leider, glaube ich, auch eine große Masse von Leuten, Zahl ist schwer zu sagen, gefühlt jetzt von meinem Blick, gibt schon einen Teil der Bevölkerung, 30-40%, die komplett nur auf Autopilot wie ja, so das Leben geschehen lassen. Und das ist natürlich total schade. Ja? Und ich glaube, je mehr Lebensbereiche du bewusst gestalten kannst, desto schöner kannst du natürlich dein Leben machen. Ja, die leben dann so als getarnte Zombies im schlimmsten Fall, die dann auf Autopilot laufen und im schlimmsten Fall nur das geprägte, elterliche, herkunftssystembedingte Verhalten wieder abspulen und dann im schlimmsten Fall unreflektiert den Kindern 1:1 weitergeben. Hm. Weißt du was, ich glaube, das ist wichtig, dass jeder für sich selber mal entscheidet, was ist mein Weg? Weil es gibt Leute, die haben nicht diesen Anspruch, ein Unternehmen zu gründen oder die wollen jetzt keine großen Sachen machen. Es gibt Leute, die sind glücklich, wenn sie es ganz einfach halten für sich. Ja. Das ist mein Raum. Ich brauche auch nicht mehr Freiheiten, ich brauche auch nicht mehr andere Sachen. Die Frage ist, was macht dich glücklich? Wenn du das Gefühl hast, diese Box ist zu klein für dich, wenn du das Gefühl hast, da ist noch mehr am Leben als das, was du bisher gesehen oder entdeckt hast, dann lohnt es sich, da rauszugehen. Mhm. Ich glaube, das ist für manche Leute, das als Coach manchmal nicht so einfach zu verstehen, aber manche Leute sind einfach wirklich glücklich mit dem, wie es ist. Und dann ist es doch super, wenn du glücklich bist, darum geht es ja letzten Endes. Ja. Dann sei glücklich. Das ist die wichtigste Aufgabe. Glückliche Menschen machen ganz wenig dumme Sachen, sag ich mal. Ja, sehr. Passt in die Zeit heutzutage. Ja, kann man gut reflektieren. Das heißt also, es geht ja nicht nur als Unternehmer oder Selbstständiger zu kreieren und seine Spielfläche aufzubauen. Das kann man auch in Vereinen, in Gemeinden, in gemeinnützigen Organisationen oder in der Kommunalverwaltung, Politik, wo auch immer man seinen Platz findet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man irgendwann auch so in einem Zustand kommt des Erwachens. Bei mir war es zum Beispiel in der Musik und im Sport. Mhm. Ich habe irgendwann gelernt, ich kann ja, wenn ich mir einen Trainingsplan mache, kann ich mir ein beliebiges Ziel erreichen. Und das habe ich dann ein paar Mal gemacht und im Instrument auch. Mein Musiklehrer war mal so freundlich, hat mir hier alle 6 Monate ein neues Instrument gegeben. Und da habe ich geschnallt, okay, das konnte ich vor 3 Jahren nicht vorstellen, jetzt kann ich es. Kann ich das eventuell auf die anderen Lebensbereiche auch übertragen? Ja? Ja. Wie würdest du denn so diesen Mechanismus sagen, gilt das für alle Menschen, was ich jetzt gerade geschildert habe, oder ist es einigen wenigen vorbehalten, diese Fähigkeit zu machen? Ja, erstmal muss ich sagen, ich bin immer total fasziniert, wenn du Videos veröffentlichst, wo du Klavier spielst, weil ich weiß, wie viel du zu tun hast, in wie vielen Projekten du involviert bist und was du alles machst und dass du einen Weg gefunden hast zu sagen, okay, diese Sachen sind mir so wichtig, ich werde dafür Zeit finden, egal was passiert, egal wie viel Arbeit ich habe, egal wie viel, du studierst ja nebenbei noch zum wiederholten Male, du bildest dich die ganze Zeit weiter, du hast diese vielen Projekte und du schaffst es immer wieder, so eine Sachen zu machen. Und das ist vielleicht die Frage, wenn du dir vorstellen kannst, dass du da auch sitzt, Klavier zu spielen, oder wenn du den Wunsch hast, da auch dich hinzusetzen und Klavier zu spielen und das mal bei Facebook oder Instagram zu veröffentlichen. In dem Moment, wo du den Gedanken hast, dass du es gerne könntest, dann kannst du es. Wirst du ein Virtuose werden, wirst du als, weiß nicht, ich bin jetzt 43, werde ich jetzt noch Hochsprung-Weltmeister in der Leichtathletik? Bestimmt nicht. Also das Ziel darf bitte in Reichweite sein, ja, aber wahrscheinlich ein bisschen weiter weg, als ich ursprünglich glaube. Natürlich gibt es Limitierungen, aber warum willst du das? Weil es dir Spaß macht oder weil es dich glücklich machen würde. Und wenn du diesen Gedanken hast, kannst du es erreichen.
Und dann geht es einfach nur darum, okay, wie machen die Leute, die das geschafft haben, die hier gestartet sind, wo ich bin, die nicht als Kind eine Familie hatten, die gesagt haben, okay, jetzt, ich habe Klavierspielen, glaube ich, mit 35 angefangen. Ja, Skifahren mit 36, also so wollte ich lernen, habe ich gemacht, kannst alles noch machen. Ja, wenn du da Freude empfindest bei dem Gedanken, lohnt sich das zu ergründen. Gibt es Leute, die es gar nicht können? Keine Ahnung. Also, wenn dir die physischen Fähigkeiten fehlen vielleicht. Selbst da gibt es ja einige Beispiele, auch in Deutschland, die dann trotz fehlender Gliedmaßen immer noch geheiratet haben, als Redner arbeiten, eine Zukunft gestalten, Visionen haben und auch verwirklichen und andere auch inspirieren auf dem Weg. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei solchen Themen, da gibt es fast gar keine Limitierung. Die sind eher mentaler Natur vielleicht. So, wenn du es dir vorstellen kannst, wenn das irgendwie Freude, so ein Funken von Freude auslöst, wenn sie sich oft als Speaker siehst du ja viele Gesichter, wenn du vor einer Gruppe stehst, irgendwie hast du 200 Leute oder 1000 Leute oder manchmal 50 Leute, je nachdem nach der Gruppe, aber dieses, wir Menschen haben das alle gemeinsam, wenn in uns ein Feuer anfängt zu glühen, dann sieht man das in unseren Augen. Du siehst den Menschen an, bei demjenigen, bei dem jetzt ein Gedanke so eine kleine Flamme auslöst, so eine Inspiration, du siehst es den Menschen an und ich finde, viel näher dran am Menschsein kannst du nicht sein, als in diesem Augenblick. Das ist eine super Überleitung, die du mir auch gegeben hast, die auch meine nächste Frage betrifft. Du hast dich ja auch als Experte, nicht nur allgemein als Coach und Trainer und Berater aufgestellt und Unternehmer, sondern auch dich zwei Themen gewidmet, die, möchte ich mal sagen, zu den Angstthemen der Deutschen oder der Menschen gehören. Das eine ist, die meisten, wenn man befragt, wovor haben sie mehr Angst, vor dem Tod oder davor, vor der Gruppe aufzustehen, eine Rede zu halten, sagen die meisten, auch Tod ist nicht so schlimm, Hauptsache ich muss keine Rede halten. Und das zweite Thema, was du ja ausgesucht hast, gerade im Unternehmerkontext, ist es ja, Menschen von den eigenen Produkten und Dienstleistungen so zu überzeugen, dass sie sagen, ich kaufe bei dir, also Sales-Bereich. Ja. Was ist denn der Grund dafür, dass du dich genau auf dieses angstbesetzte Thema so konzentriert hast? Ist es einfach, weil da viel gut bezahlt wird oder was ist deine Motivation? Jetzt persönlich? Ja. Ich hab ja dadurch, dass ich Holistic Counseling studiert habe und dann die Coaching-Sachen gemacht habe, am Anfang erstmal viel Einzelsitzungen gemacht mit Leuten. Und ich hatte immer Hummeln im Hintern. Also wenn ich jetzt ganz offen das sage, ich muss was machen, wo ich mich mehr bewegen kann. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, damals Ende meiner 20er still zu sitzen, was ja oftmals als Coach dann auch der Fall war, still sitzen und dann da stundenlang Termin. Egal wie toll diese Wirkung war bei Menschen, aber es war mir noch ein bisschen zu wenig dynamisch. Und dann bin ich auf dieses, ich will vor Gruppen, und dann kann ich nicht einer Person etwas erzählen, sondern ich kann bestimmte Dinge teilen oder anbieten. Die gleich mehreren Leuten gleichzeitig irgendwie eine Inspiration sein können. Und so kam das eigentlich. Ich weiß noch, die ersten Trainings, die ich gemacht habe, ich hatte so einen knallroten Kopf, hätte die Lampen alle ausmachen können, es wäre trotzdem hell gewesen im Raum. Also es war auch für mich total schlimm, trockener Mund und aufgeregt. Ja, da hat jemand mal gesagt so, klar, wir haben alle Angst oder viele von uns haben Angst, vor einer Gruppe zu sprechen, aber Mut ist, wenn dir was anderes wichtiger ist als deine Angst. Und ich glaube, wenn du was hast, was dir am Herzen liegt, was du teilen willst, wenn du was hast, worüber du reden willst, dann rede darüber, auch vor Leuten. Ja, und das kann man natürlich auch lernen, ne? Also da kann man besser werden und kannst bestimmte Techniken lernen, wie du dich in den richtigen Zustand versetzt und auch den Zustand von Gruppen natürlich auch noch bewegen kannst. Deshalb fand ich das immer super spannend und du kannst einfach mehr Menschen an deiner Botschaft teilhaben lassen. Das ist der große Vorteil von Reden. Ja? Auch als Coach, als Experte oder als Unternehmer, du gehst auf eine Messe und bist dort als Redner, da kriegst du so viele Leads, da musst du sehr hart arbeiten, um auf anderen Wegen an so viele Leads ranzubekommen. Ja, also das ist so ein Thema, was mir natürlich sehr am Herzen liegt. Und das Thema Überzeugungskraft auch. Ich denke, unser ganzes Leben besteht aus, wir versuchen uns, also meine kleine Tochter, die ist 3, die versucht mich ständig von irgendwas zu überzeugen, dass ich jetzt mit ihr spielen muss oder dass sie jetzt noch ein Stück Schokolade essen darf und sowas. Seit wir Kinder sind, sind wir in einem Geflecht von Kommunikation, wo es immer darum auch ein Stückchen geht, andere zu überzeugen von unseren Ideen, von unseren Werten, von unseren Bedürfnissen. Ja, Und bei Kindern ist das cool, weil es so unverstellt ist. Bei Erwachsenen haben wir dann andere Spiele, ne? Wir spielen das Spiel ein bisschen anders. Und das ist natürlich, ich glaube, das ist eine ganz grundlegende Fähigkeit, ist im Leben in der Lage zu sein, zu überzeugen. Ja.
einmal dich selbst überzeugen von Dingen. Ja, viele Leute trauen sich ja selber auch bestimmte Dinge nicht zu, also sich selber überzeugen zu können. Und dann aber auch andere Menschen gewinnen zu können, begeistern zu können, zu inspirieren für eine Idee oder für etwas, was du hast, auch vielleicht für ein Produkt oder eine Lösung. Ja, und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Deshalb mache ich das sehr, sehr viel dann von den Bühnen aus, ja. Und du hast ja in deiner Tätigkeit, ich weiß jetzt nicht, wie aktiv du jetzt noch drin bist, aber so dich auf zwei Themen auch konzentriert. Du bist in Firmen reingegangen, hast ja auch die Sales Funnel angeguckt, die Gespräche, die Leitfäden, die Performance, die Abläufe und Prozesse, Schnittstellen. Auf der anderen Seite hast du dich auch fokussiert darauf, überhaupt das richtige Personal zu finden und das da auch einzuarbeiten in die Funnels. Was ist dir denn da so aufgefallen in diesen Bereichen, was da die häufigsten Fehler waren? Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, es sind zwei Dimensionen. Das eine ist, ich glaube, wenn du ins Fitnessstudio gehst und jeden Tag einen anderen Sport machst, dann wirst du in nichts richtig gut. Ja, und du kriegst vielleicht auch nicht die Ergebnisse, die du haben willst. Wenn du einen Plan hast, wie du gesagt hast, du nimmst dir ein Ziel vor und du baust dir einen Plan, um dahin zu kommen, dann ist es sinnvoller. Was ich im Vertrieb oft erlebe, ist beim Aufbau von Vertriebseinheiten, da wird immer so mit so Impulsen gearbeitet und selten mit einem nachhaltigen Ansatz, wo man guckt, wir brauchen Systeme und Menschen, die zueinander passen, die dann wiederum zu unseren Kunden passen, also die die richtige Kommunikation aufbauen können für unsere Kunden. Das heißt, hier einen ganzheitlichen Blick zu haben, nutzen wir die richtigen Systeme? Im Vertrieb ist es so, die meisten Leute im Vertrieb mögen nicht so viele Systeme. Wenn du denen 3 CRMs und noch 4 Tools zum Bedienen gibst, dann sind die meistens gestresst, weil die haben ihren Fokus bei Menschen. Das heißt, kannst du Systeme aufbauen, die einen guten Rahmen bilden, ein gutes Gerüst, wie so ein Skelett im menschlichen Körper ist. Wenn die Knochen doppelt so schwer wären oder doppelt so dick, dann könnten wir nicht mehr so weit laufen, dann können wir nicht mehr so hoch springen, dann sind wir nicht so mobil. Wären die Knochen halb so dünn, würden wir uns vielleicht irgendwas brechen, wenn wir uns irgendwo stoßen. So, das heißt, diese Prozesse sind wie so ein Knochengerüst im Körper. Das muss diese richtige Flexibilität und Kraft ein Balance finden und die Menschen müssen dann passen auch zu denen. Ja, und der größte Fehler, den ich da sehe, ist oft, dass da wird mal ein Impuls in die Richtung gemacht, mal ein Impuls in die Richtung, aber es wird nicht von vorne bis hinten ganzheitlich gedacht. Plus die zweite Ebene ist oft, dass Marketing und Vertrieb nicht zusammenarbeiten. Vertrieb ist oft am Kunden und hat sehr wertvolle Informationen. Marketing manchmal so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, wir sind besser als die Vertriebler, aber so ein bisschen dann doch schon. Also das ist leider oft so in Unternehmen, dass Marketingleute so auf Vertrieb, generell in Deutschland wird auf Vertrieb nicht so wertschätzend geguckt wie in anderen Ländern, was komisch ist, weil die Vertriebler unfassbar viel leisten. Die holen sich die ganzen Neins ab. Die müssen sich da draußen das ganze Feedback von den Kunden abholen, auch von unzufriedenen Kunden oder von Leuten, die noch nie von der Firma gehört haben. Das ist ein super harter Job und verdient viel mehr Anerkennung. Ja, und wenn dann Marketing und Vertrieb nicht verzahnt arbeiten, dann hast du oft, der Vertrieb hat gar nicht die Unterlagen, die er eigentlich braucht, Marketing hat nicht die Informationen, die sie brauchen. Und das ist auch so ein Fehler dann, wenn du größer wirst, wenn du skalieren willst, diese Systeme müssen ineinander greifen. Ja, das sind so die größten Fehler. Das ist ja leider in Deutschland noch so, dass der Ruf, das Image des Verkäufers noch ein bisschen ist zwischen dem, der im Geschäft die Regale einsortiert und dann, wenn man ihn braucht, nicht da ist, oder ist es ein Verkäufer, der einem gar nicht zuhört und nur die Produkte raushauen und verklickern will, in Anführungsstrichen, die man gar nicht braucht oder nicht passen. Ja. Und da sind wir ja noch weit von dem amerikanischen Feld oder dem internationalen Feld entfernt, oder? Ja, absolut. Also du hast immer das Gefühl, dass viele Leute, die in Deutschland im Verkauf arbeiten, eher sagen, ich bin Berater oder ich bin irgendwie Consultant oder irgendwie das eher verkleiden, weil es in der Masse der Gesellschaft negative Konnotationen hat. Was schade ist, ja, weil die Vertriebler echt sehr, sehr viel leisten auch für ein Unternehmen. Ich meine, wenn keiner einen Vertrieb macht, wenn ein Produkt nicht verkauft wird, ist es auch egal, wie gut es ist. Dann kann das Produkt in der Welt keinen Unterschied machen. Du kannst die beste Kopfschmerztablette der Welt haben. Wenn die am Markt keiner weiß, dass die existiert, dann macht diese Kopfschmerztablette keinen Unterschied. Die hilft niemandem. So ist es bei vielen Produkten. Das ist ja immer der Blick, den ich habe. Irgendwie, du willst ja die Welt verändern. Also sorg dafür, dass deine Kommunikation gut genug ist. Befähige die Mitarbeiter in Vertrieb und Marketing, die richtige Kommunikation, die richtigen Fähigkeiten zu haben in der Kommunikation, den richtigen Weg aufzutreten, mit der richtigen Haltung ranzugehen. Und das erlebe ich ganz oft übrigens, dass es sehr befreiend ist, wenn ich so große Truppen von Vertrieblern habe, dass Leute nach Speaking-Gigs, mir neulich am Flughafen passiert, hier in Berlin, kam jemand zu mir und meinte, ich habe schon ganz viele Speaker gehört zum Thema Vertrieb, aber bei dir, Andreas, merkt man, dass du richtig vom Herzen kommst. Und ich glaube, so sollte es auch sein. Also das ist natürlich mein blauäugiger, ich habe nicht nur hier blaue Augen, sondern in meinem Herzen auch.
das meine blauäugige Sichtweise ist, du trittst an, um die Welt zu verändern. Du willst einen Wert schaffen, du willst was Positives bewirken. Hm. Und jetzt gehst du raus und guckst, für wen kann ich das tun? Hm. Und Teil des Vertriebs ist zu gucken, okay, für dich nicht, für dich schon, für dich nicht, für dich schon, mit möglichst vielen Leuten zu sprechen und zu gucken, bei wem existiert das Problem, was ich lösen kann. Und diese Haltung reinzugeben, ich habe was zu geben und nicht, ich will dir irgendwas andrehen oder ich will dir irgendwas verkaufen. Und das erlebe ich immer so oft, dass Leute 10 Jahre nach einem Training noch oder nach einem Speaking-Kick auf mich zukommen und sagen, du hast damals gesagt, man sollte eher geben als haben wollen oder brauchen. Und das finde ich mal cool, dass das dann auch noch nach Jahren stecken geblieben ist. Und das kann befreiend sein, auch im Vertrieb, auch als Unternehmer oder wenn ich jetzt starte, also ich arbeite ja viel mit Gründern. Verkaufen heißt nicht, Leuten deine Leistung anzudrehen, sondern es heißt checken, ob jemand dieses Problem hat, was du lösen kannst, wo du einen Wert leisten kannst, wo du ein Leben vereinfachen, verbessern, versichern kannst, wie auch immer, ja. Meistens machen die Produkte das Leben irgendwie sicherer, einfacher, besser, schneller, bequemer, transparenter oder sowas. Wenn du jemandem das Leben leichter machen kannst, dann rede darüber. Hört sich ja so ein bisschen an wie eine Variation des Analystenberufes. Also wir wollen ja Analyst werden und dann in die klassische Unternehmensberatung gehen. Und das ist ja so ein Human Analyst, also jemand, der dann Menschenspezialist ist, herausfindet, was braucht er. Manchmal wissen die Menschen ja selbst gar nicht, was sie genau brauchen. Ja. Das hilft, um dann gemeinsam zu sagen, hey, ich kann dir helfen mit dem Produkt oder ich muss dich woanders hinschicken, Hauptsache dir wird geholfen. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Ja, naja, selbst bei weiß nicht, einem 500-Millionen-Deal geht es zwischen Menschen letzten Endes. Es sitzen sich da Menschen gegenüber an einem Tisch oder jetzt in einer, in, weiß nicht, Teams- oder Zoom-Sitzung. Und Entscheidungen werden von Menschen getroffen. Deshalb ist natürlich dieses Prinzip, was überzeugt Menschen, wie treffen die ihre Entscheidungen, wo sind die Schmerzpunkte, das ist super, super wichtig, das zu verstehen. Und nicht nur zu pitchen und nicht nur toll zu werden. Ich kann ganz toll präsentieren und pitchen und Stories erzählen, sondern kannst du gut zuhören. Kannst du gut herausfinden, wie es jemandem wirklich geht, was die Ziele sind und was die Engpässe sind und sowas. Ein guter Analyst zu sein, hilft definitiv, gute Ergebnisse im Vertrieb zu bekommen. Und zuhören ist für die meisten Leute auch angenehmer, als selber reden zu müssen. Nicht für alle. Nicht für alle. Ja, die selber gerne reden, die werden dann zum Beispiel Trainer oder Komödianten oder. Ja, dann hast du viele, die dir zuhören dürfen. Ja, jetzt hast du ja neben deinen unterschiedlichen Lebensphasen, biografischen Phasen, aber auch Leistungsangeboten auch dich selbst weiterentwickelt, spezialisiert. Du bist in den Bereich des Keynote-Speaking auch gegangen. Du bist also da im rhetorischen Bereich unterwegs. Und das ist meine Frage auch an dich. Was bedeutet es genau, ein Keynote-Speaker zu sein? Und zu welchen Kernthemen kann man dich buchen? Oder wären deine Dienstleistungen auch richtig angebracht? Also Keynote klingt so ein bisschen, ist natürlich alles Englisch heutzutage, es klingt irgendwie alles viel, viel spannender, ja, als wenn das so ein Schlüsselvortrag ist. Keynote-Speaker sind in der Regel Leute, die in einer Veranstaltung gebucht werden, um einen gewissen Entertainment-Faktor auch mit reinzubringen, spannende Themen zu zeigen. Manchmal werden sehr, sehr tiefe Fachexperten auf Konferenz auch gebucht als Keynote-Speaker, aber in der Regel ist die Idee, einen Keynote-Speaker zu holen, eine gewisse Art von Inspiration auszulösen für ein Team. Ja, du hast es oft so, dass du bei einer Veranstaltung bist, da wurden jetzt 1,5 Stunden lang Zahlen präsentiert mit PowerPoint-Folien hoch und runter und alle sind schon so ein bisschen hängen schon so ein bisschen in den Seilen. Jetzt kommt der Keynote-Speaker und die Aufgabe da ist, nicht jetzt extrem viele Inhalte zu teilen oder so tief in die Materie zu gehen, sondern eine gewisse Form von Unterhaltung, Leichtigkeit mit reinzubringen und Dingen ein, zwei inspirierende Gedanken mitzugeben, die praktisch wertvoll sind. Ja. Das heißt, die meisten Keynote-Speaker, die gebucht werden, die haben, ich will jetzt nicht sagen, du bist ein moderner Clown, aber du hast einen hohen Unterhaltungswert gepaart mit einer inhaltlichen Komponente, die für das Team gerade wichtig sein kann. Ja, und ich meine, ich spreche meistens zu so Themen im Vertrieb und Marketing, Überzeugungsarbeit, Kommunikation mit Kunden, wie kann ich vorgehen, auch mit welcher Haltung gehe ich zu meinem Kunden, was ich eben schon erklärt habe, in diesem, sei jemand, der gibt und nicht braucht. Und dann frage ich oftmals auch die Firmen, was ist euch noch wichtig als Botschaft? Weil ich glaube, jeder Unternehmer kennt es, du kannst in deinem eigenen Umkreis irgendwas erzählen, 10-mal gesagt haben und dann kommt jemand von draußen und sagt das Gleiche nochmal und dann sagen die Leute, oh, darüber haben wir noch nie nachgedacht. Ja, dieser Spruch, der Prophet zählt am wenigsten in seinem eigenen Land.
das natürlich wahr. Und da kann man als Keynote-Speaker auch Unternehmen nochmal helfen, bestimmte Botschaften nochmal zu verstärken. Manchmal geht es darum, Jahresauftakt mehr Motivation zu haben. Manchmal geht es darum, mit Veränderungen gut umzugehen, weil ein Unternehmen verkauft worden ist oder weil irgendwie ganz viele neue Leute eingestellt worden sind und Mitarbeiter sich gar nicht kennen. Hm. Ja, es geht oftmals auch so um psychologische Themen noch mit reinzubringen. Und dann guckt man halt als Keynote-Speaker, will ich dann dieses Wertesystem auch vertreten? Ich habe auch schon Sachen abgelehnt, wo ich sage, mache ich nicht. Hm. Also da ist Geld nicht das oberste Ziel sozusagen. Genau. Also das ist etwas, wo ich sehr, sehr froh bin, dass ich das nie in meiner Selbstständigkeit machen musste. Als ich begonnen habe, hatte ich noch nicht so hohe finanzielle Verpflichtungen. Das heißt, ich habe dann einfach Dinge abgesagt, wo ich nicht mitmachen wollte. Bestimmte Lobbys für bestimmte Sachen und sowas habe ich gesagt, nee, ist nicht, das unterstütze ich nicht, da bin ich nicht dabei. Es gibt so bestimmte Branchen, da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Da empfehle ich gern jemand anderes, aber da fühle ich mich dann selber auch nicht wohl, da einen Beitrag zu leisten. Ja, und später jetzt, trotz Familie und sowas alles, ich mache nichts, wo mein Bauch sagt, will ich nicht machen. Freiheit. Ja, ich will nichts machen müssen, wo ich denke, oh, das mache ich jetzt wegen des Geldes. Ein ganz hohes Gut, was wir haben, was in anderen Ländern gerade verteidigt wird. Und jetzt habe ich noch zwei wichtige Fragen an dich. Das eine ist, du bist auch ja, Vater, kann man sagen, relativ. Kann man sagen, ja. Junger Vater. Ich weiß nicht, ob das zweite Kind schon unterwegs ist. Aber ist nicht unterwegs. Erste ist da, du bist da trotzdem eingebunden als Unternehmer, Selbstständiger, hast deine Aufträge, deine Kunden. Wie kriegst du das alles unter deinem Hut? Was ist da so dein Tipp, Geheimnis, Rezept? Auch für die, die sich jetzt schon selbstständig machen und Familie haben oder gründen wollen. Also ich glaube, ein großes Geheimrezept ist meine Frau erstmal, weil die hat natürlich gerade am Anfang viel, viel mehr Last geschultert als ich. Familie generell, also irgendwie, dass die Familie schon mithilft. Wie ich es für mich mache, ist, ich versuche da zu sein, wenn ich da bin. Also wenn ich auf Arbeit bin, dann versuche ich mich auf die Arbeit zu konzentrieren, 100% da zu sein, weil da kann ich private Themen nicht lösen jetzt gerade. Und wenn ich nach Hause komme, ich beende meine Telefonate auch manchmal noch ich habe mir jetzt angewöhnt, irgendwie ins Büro zu laufen, um diese halbe Stunde irgendwie den Kopf frei zu kriegen, gerade weil ich viel am Rechner bin. Und bevor ich nach Hause durch die Tür komme, ist das Handy aus, ist mein Kopf aus und ich bin 100% da, wenn meine Tochter auf mich zukommt, bin ich 100% da. Dann bin ich nur für sie verfügbar. Und das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, dass so qualitativ hochwertige Momente sind entscheidend. Das ist gar nicht manchmal so, ob du jetzt 8 Stunden, 10 Stunden oder 2 Stunden miteinander verbracht hast. Aber für mich ist es wichtig, dass meine Tochter merkt, der Papa ist da. Der ist 100% jetzt, hört mir zu, der ist mit seinen Gedanken hier, der ist total präsent. Ja, und gemeinsam in Urlaub fahren und auch so schöne Momente kreieren, glaube ich, ist wichtig. Jetzt sind wir wieder bei schöpferischen Fähigkeiten. Ja. Die letzten Jahre in der Corona-Krise war es extrem mit vielen Quarantänen zu Hause, weil die Kinder ständig hatte irgendein anderes Kind irgendwie Corona und dann sitzt du wieder zu Hause. Unsere Tochter hatte es auch sich angesteckt, dann war Mama einmal 3 Wochen lang zu Hause. Und da dann halt einfach kreativ zu werden und sagen, wie können wir das jetzt trotzdem zu was Gutem machen? Auch wenn wir jetzt gerade nicht verreisen können oder nicht wegfahren können oder nicht raus können. Also Qualitätszeit, ganz wichtig. Voll, ja, Qualitätszeit. Es ist nicht wertig, wenn ich alles mit einem halben Geist mache. Auf Arbeit kann ich nicht die ganze Zeit über meine privaten Sachen nachdenken. Im Privaten macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt über die Arbeit nachdenke, weil ich bin jetzt nicht da. Ich kann da jetzt eh nichts machen, wenn ich mit meiner Tochter spiele. Und irgendwie ist es auch heilsam oder hilfreich. Ich glaube, genauso wie Musik zum Beispiel für mich oder Sport, das sind ja alles Dinge, die mir auch helfen, ins Hier und Jetzt zu kommen. Aus der Komplexität raus, aus vielen Projekten und Arbeitsthemen. Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Jeder Mensch hat so seine Themen, die gut tun, ob es Zeichnen ist, Schreiben ist oder sowas. Ich empfehle nicht unbedingt, jetzt immer nur einen Fernseher laufen zu lassen oder Netflix-Serien hoch und runter zu gucken. Weil ich befürchte, dass wenn wir am Ende unseres Lebens ankommen, dass wir da nicht sitzen werden und sagen, ich kann mir vorstellen, wie wir beide irgendwann mal in unserem Schaukelstuhl sitzen, auf der Veranda vielleicht, ja, und dann sagen sie, ach, ich wünschte, ich hätte mehr Netflix-Serien geguckt oder ich wünschte, ich hätte mehr Nachrichten geguckt oder mehr irgendwas für TV-Shows. Ich glaube, das wird nicht passieren. Also da bewusstere Entscheidungen zu treffen, wenn die Zeit so kostbar. Ja. Und da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt, denn wir leben jetzt gegenwärtig in so einer Phase, in einem Zeitalter nicht nur des politischen Wechsels, sondern auch des Krisenwechsels. Die Corona-Krise, vielleicht hört sie jetzt langsam auf. Ja. Die nächste Krise kommt dafür umso heftiger oder kann kommen.
Und der eine oder andere unserer Zuhörer oder Zuschauer fragt sich ja, macht es denn überhaupt Sinn, sich jetzt selbstständig zu machen oder zu gründen, das Risiko reinzugehen? Du hast die Erfahrung, du hast den Markteinblick, du kennst viele Leute. Was würdest du denn jetzt gerade sagen? Ja oder nein, abwarten oder lieber als Beamter sich verdingen? Naja, die Jobs im öffentlichen Dienst, die haben einen riesen Zulauf erfahren jetzt durch die Corona-Krise. Darf man nicht vergessen, da verbessern sich die Arbeitsbedingungen, die versuchen auch attraktiver zu werden. Das ist eine Typfrage, glaube ich. Wenn du jetzt schon weißt, dass du nachts nicht schlafen kannst, weil du nicht weißt, wie du in 3 Monaten deine Rechnung bezahlst oder weil irgendwas schiefgelaufen ist, dann ist es definitiv wert, vielleicht mal sich mit jemandem hinzusetzen, der Coaching oder sowas in dem Bereich macht, um zu gucken, will ich wirklich von meiner Persönlichkeitsstruktur dieses Wagnis eingehen, in diese Unsicherheit reinzugehen, weil es gibt ganz viele Unsicherheitsfaktoren als Unternehmer. Das ist aber ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung nur. Ich würde sagen, es gab noch keine bessere Zeit, sich selbstständig zu machen als heute, weil die Mittel und Wege einfach so vielfältig sind und du brauchst keine großen Büros mehr, keine großen Produktionshallen mehr. Viele Sachen, wo du früher einen riesen Invest hattest, um eine Firma zu gründen, die gibt es gar nicht mehr. Du kannst es mit deinem Arbeitgeber vielleicht vereinbaren, dass du nur noch 4 Tage die Woche arbeitest und einen Tag dein eigenes Business aufbaust oder so. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Ich empfehle es immer Leuten nicht, wenn du nicht 6 Monate überleben kannst mit deinen Ersparnissen als Unternehmer, aus Frust vielleicht einen Job hinzuschmeißen, sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich schmeiße jetzt alles hin, ich organisiere mein Leben um. Das kann auch nach hinten losgehen. Das haben wir ein paar Mal erlebt, ja auch bei großen Coaches, die dann so eine großen Events machen und Leute so aufpeitschen und so, ja, du kannst alles erreichen, und dann schmeißen Leute so aus diesem Enthusiasmus der Sekunde irgendwie alles hin, irgendwie trennen sich von ihren Partnern und so. Das empfehle ich nicht. Also ja. Wenn du in so eine Entscheidung triffst, triff die aus einem guten Zustand heraus, aus einem Zustand der Ruhe und bewusst, dass du wirklich Lust drauf hast, dass du das machen möchtest. Da muss in dir so eine kleine Stimme sein, die sagt, ey, ich will das ausprobieren, ich muss es ausprobieren, sonst kann ich nachts irgendwann nicht mehr schlafen, weil ich es nicht ausprobiert habe. Dann gab es keine bessere Zeit als heute. Bin ich felsenfest von überzeugt. Die Möglichkeiten, die heute da sind, in welchen Bereichen man sich selbstständig vorstellen kann, was du an Werten kreieren kannst für Firmen, ist gigantisch. Da gibt es ja den guten Spruch, der lautet, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, dann mach Limonade drauf, steht hier auch drauf. Mach Limonade drauf. Und wenn man uns ja mal allein das letzte Wirtschaftsjahr anguckt, in der Krise Corona gab es, glaube ich, 100.000 Insolvenzen und gleichzeitig etwas über 70.000 neue Millionäre. In dem gleichen Jahr, im gleichen Land, gleiche Bedingungen. Also von daher ist das anscheinend so, dass auch wenn Krise da ist, sind zwar mehr Probleme da, aber auch mehr Gelegenheiten, Probleme zu lösen, damit mehr Geschäftsideen auch wieder. Und gleichzeitig auch mehr Wissen, ja, Zugang zu Ressourcen. Ich würde mal sagen, ich glaube, vor 30, 40 Jahren waren es vielleicht so, die Unternehmer waren die schon aus Unternehmerfamilien kamen, zum ganz großen Teil, weil die mit einem gewissen Mindset, mit gewissen Hintergrundinformationen einfach aufgewachsen sind. Ja. Heutzutage kann wirklich jeder lernen. Es gibt so viele Podcasts, es gibt YouTube-Videos, es gibt so viele Dinge, wo du selber kostenlos auch an Ressourcen rankommst. Und dann gibt es Coaches, es gibt Maßnahmen vom Staat, die dir auch helfen bei diesen ersten Schritten, dass du nicht jeden Fehler selber machen musst, dass du Abkürzungen nehmen kannst, weil andere den Weg schon gelernt haben. Und im Zugang zu Informationen und Möglichkeiten war es noch nie so wie jetzt. Glaube ich. Das weißt du besser, wie es jetzt mit Fördermitteln ist. Weiß ich gerade nicht, wie es ist, aber ich glaube, es gibt immer noch unfassbar viele Fördermittel. Deshalb, wenn da diese kleine Flamme, wenn da das kleine Feuer brennt, ausprobieren, machen. Ja, bloß nicht gleich alles über den Haufen schmeißen. Vielleicht kann man ja einen Shift machen von Festanstellung zu Unternehmer, ohne so radikal schwarz-weiß. Okay. Jetzt weiß ich ja, dass du aufgrund deiner Coaching- und NLP-Ausbildung, Mediationsausbildung auch Spezialist bist für Glaubenssätze. Und da gibt es ja... Wo geht jetzt diese Frage hin? Und da gibt es ja limitierende und fördernde. Ja. Und ich weiß, dass fast alle Unternehmer, ich sage dir jetzt auch gleich meine, Lieblingsglaubenssätze haben, die mich durch Krisen auch durchpeitschen. Ja, wo ich sage, egal was da kommt, da gehe ich durch. Also das würde mich gleich von dir interessieren. Ich sage dir jetzt mal so als Beispiel und dir auch ein bisschen Zeit zu geben, meine. Also so meine zentralen Affirmationen sind so, Lösungen lauern überall, um einfach den Fokus zu justieren. Und das Zweite ist, ich kann, weil ich weiß, was ich will.
Das sind so Dinge, wo ich, egal welche Krise, also wenn alles zusammenstürzt, sage, das gibt mir wieder Richtung, Kurs, und dann kommt auch meistens die Lösung. Also ich habe das eigentlich sehr selten bis nie erlebt, dass da nicht eine Lösung kommt. Was sind denn so deine Affirmationen, deine Lieblingsaffirmationen? Ich weiß nicht, ob die zu Hause am Spiegel hängen, ob die auswendig gelernt hast oder eintätowiert auf dem Unterarm. Nein. ja, sehr schöne Frage. Also ich glaube, also grundsätzlich glaube ich, habe ich so eine Haltung, alles wird gut, egal wie schlimm es ist irgendwie. Nichts kann ja so bleiben, wie es ist. Also alle Dinge verändern sich irgendwie. Das menschliche Leben besteht aus Tag und Nacht, heiß und kalt. Also es wird Ups und Downs geben. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass es auch Downs geben wird, emotional, mental, vielleicht auch wirtschaftlich. Dass es aber nicht bedeutet, dass man gescheitert ist, sondern dass es einfach nur ein Teil von dieser, einfach zu wissen, dass Teil von einem Zyklus oder von dem natürlichen Lauf der Dinge. Das hilft mir oft weiter zu wissen, okay, ja, wenn es mal schlecht läuft, das gehört halt einfach mit auch ein Stück weit dazu. Wie Ebbe und Flut so ein bisschen. Ja, einfach so, das muss man, wie die Stoiker schon gesagt haben, sei einfach darauf vorbereitet, dass Sachen auch mal schief gehen. Das heißt nicht jetzt, ich warte darauf, hoffentlich geht, oder ja, ich wusste eh, dass es schief geht und jetzt habe ich auch den Beweis dafür, so nicht. Ja. Aber zu wissen, dass es mit dazugehört, ist, glaube ich, hilfreich. Ich mache es tatsächlich auch immer so ein bisschen mit meinem, also der ultimative Hack ist dann einfach so, eines Tages bin ich eh tot. Und dann ist es, also wird es dann so schlimm sein, weil, was ist denn in Deutschland das Tiefste, wo du, wie du fallen kannst, ist der Boden der Tatsachen. In Deutschland kannst du, selbst wenn du, wenn alles schief läuft, kannst du irgendwie nochmal neu anfangen. Du kannst in 7 Jahren, nimm mal an, du machst jetzt, du hast richtig Pech und es läuft alles schief. Du könntest dich in 7 Jahren oder jetzt in 4 Jahren entschulden nochmal. Du könntest in jede Bibliothek gehen, an jede Uni gehen. Du könntest Sachen lernen. Du könntest dich wieder neu aufbauen. Der Staat würde dafür sorgen, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du was zu essen hast, dass im Kühlschrank was drin ist, dass du verbundest. Ich glaube, das ist total wertvoll, sich auch mal, selbst wenn das Schlimmste passiert, bist du ja immer noch da. Du hast gesagt, du weißt, dass du dich auf dich selber verlassen kannst. Ich glaube, das haben viele Unternehmer, dass sie sagen so, ja, wenn ich jedem Unternehmer der Welt alles wegnehme und dann fragst du, wenn ich dir jetzt alles wegnehmen würde, was würdest du machen? Und dann sagen die meisten, ja, ich wäre wahrscheinlich 1-2 Wochen so ein bisschen irritiert oder wäre schmerzhaft oder so und dann würde ich aufstehen und was Neues anfangen. Und was viele Leute machen ist in diesem inneren Film, es könnte was Schlimmes passieren, erzählen die den Film genau bis zu dem Moment, wo es am allerschlimmsten ist und da hören sie auf und stellen sich so vor, dass sie dafür den Rest ihres Lebens stecken bleiben. Das war ja in keiner einzigen Krise so, die du hattest. Ja, selbst wenn du in dem tiefsten Punkt warst, ging es ja trotzdem noch weiter und es geht immer weiter. Und das ist wichtig. Also das sind eher so Gedankenkonstrukte als einzelne Sätze. Ja, aber dieses Ding, es wird schon alles gut werden, das ist mir total wichtig. Und ich weiß auch, wie gut das tut, wenn das jemand anderes zu einem sagt. Wenn einfach jemand sagt, hey, es wird alles gut. Es gibt einen Punkt, wo ich dir ein bisschen widersprechen muss, als du mich gerade zitierst hast, dass ich gesagt habe, dass ich mich immer auf mich verlassen kann. Tatsächlich, je älter ich werde, desto mehr kriege ich mit, dass es viele Punkte gibt, wo ich mich nicht auf mich selbst verlassen kann, wo ich mir selbst auch misstrauen muss und mich auch darauf vorbereiten. Worauf ich gelernt habe, mich zu verlassen, sind so die ewigen Gesetzmäßigkeiten, Prinzipien, Kräfte, Energien oder spirituelle Einflusssphären. Darauf kann ich mich verlassen, auf mich selbst. Leider. Was aber zeigt, dass du dich dann doch auf dich selber verlassen kannst, weil es bist ja du, der auch diese Erkenntnis hat. Das ist sehr offen und ehrlich, sowas zu sagen. Ja, keiner von uns ist perfekt und wir haben ganz sicher, der Mensch denkt, Gott lenkt, diese Sprichwörter, die haben ja einen Sinn, der dahinter steht. Es beweist auch, dass du dich auf dich verlassen kannst, weil du dieses Gewahrsein hast dafür, okay, ich kann auch mal total falsch liegen oder vielleicht habe ich auch nicht recht, aber allein das zu wissen ist hilfreich. Ja? Man muss ja nicht immer recht haben. Ich habe jetzt noch etwas in Erinnerung, was ich bei dir auch erlebt und auch bewundert habe, wenn wir zusammen Trainings gemacht haben oder Coaches ausgebildet haben, und zwar war deine Standardintervention, wenn es gerade in das gefährliche Thema von Feedback und Kritik geht, konstruktive Kritik, da ist ja häufig so, dass die Teilnehmer dann sagen, das war alles mies und schlecht und völlig vergessen, dass der andere auch was gut gemacht hat. Da war ja deine Standardaussage ist, das war gut und du kannst besser werden. Ja. So. Und das hat tatsächlich bei den Teilnehmern so komplett den Fokus
geändert, ausgerichtet auf das, was sie gut gemacht haben und auf diese kreativen Verbesserungswachstumspotenziale, ja, was in Deutschland ja eher selten ist. Also das nochmal so als Feedback von mir, hat mich mal beeindruckt und da bin ich auch dankbar für dieses Learning, diesen Hack. Ja, Feedback ist im Wachsen, nicht zum Zertrampeln, ja. Aber ist halt so in der Schule, ich weiß nicht, ich war ja viel im Ausland und weißt du, wenn du im Ausland wenn Kinder ein Diktat schreiben zum Beispiel, schreiben die Lehrer fast überall drunter, du hast 97 von 100 Wörtern richtig geschrieben. Hm. In Deutschland steht drunter 3 Fehler. Ja, also wir leben halt so ein bisschen kulturell in so einer Welt, wo ganz schnell immer alle Schwierigkeiten, Hindernisse, Fehler und sowas alles uns zuerst mal auffallen, ja, weil wir vielleicht in so einem kritischen Kontext unterwegs sind. Nur kann man damit leider auch die Pflanzen zertrampeln dann und gerade jetzt in so einer Ausbildung, ja, oder so, wenn Leute sich gegenseitig Feedback und die lernen gerade eine Fähigkeit, ich kann sagen, 90-95% Fokus auf das war gut, was war gut, was hast du gut gemacht, auch für einen selber mal, ja, am Ende des Tages nicht zu gucken, wo habe ich heute meine Zeit vertrödelt, wo habe ich das nicht gut gemacht, sondern du kriegst, wenn du 5 Minuten hast, kriegst du 4 Minuten und 45 Sekunden dafür, was war gut, und dann kriegst du 15 Sekunden, was will ich beim nächsten Mal besser machen. Das ist viel konstruktiver, als sich selber da zu kritisieren, Knüppel raus. Und ich weiß nicht, wie ich immer erzählt, diese Bücher. Ja. Jetzt holst du einen Knüppel raus, haust dir selber eine drüber, dann noch eine und erwartest aber von dir selber, dass jetzt dir gut geht. Mhm. Und dass du es jetzt besser machst. Und dann haust du dir noch eine rein und sagst, jetzt mach's besser. Und dann haust du nochmal drauf und sagst, jetzt mach's besser. Das geht nicht. Ja. Ja. Das ist ja dieser pädagogische Zerstörungsprozess, dass ja nicht nur die 3 Fehler sozusagen sichtbar gemacht werden versus das, was gut ist, sondern dass dann als nächstes noch verglichen wird mit den anderen, die waren ja viel besser, Notenspiegel wird verlesen. Ja. Und dann noch das Öffentliche noch in der Gruppe, das Mobbing, so nach dem Motto, ich bin ein schlechter Mensch, die anderen wissen es alles, in der Pause werde ich dann noch, also das ist ja das Fürchterlichste, was man aus pädagogischer Sicht machen kann. Ja, ja. Ja. Darf ich noch kurz ein Beispiel, ich weiß, sehr wir sind irgendwas mal ein Beispiel aufgreifen, es war ja gerade die Olympischen Spiele und es gab diesen Skandal um dieses 15-jährige Russische Mädchen, Eiskunstlauf, Wunder, wo Katharina Witt im Fernsehen auch Tränen ausgebrochen ist. Ich weiß, Katharina Witt arbeitet viel mit Kindern, mit solchen Projekten, dass sowas nicht passiert. Und jetzt die Frage, was ist Erfolg wert? Mhm. Ich war selber mal als Interviewer und mit von der Veranstaltung unterwegs bei Ethik im Sport, da war das ein großes Thema. Mhm. Was ist der Preis von Erfolg? Und wenn man jetzt überlegt zum Beispiel, wir wollen ja, jeder will erfolgreich sein, aber versuch's auf eine gesunde Art und Weise hinzukriegen. Wir haben eine russische Olympiasiegerin nach der anderen im Eiskunstlaufen, die 2 Jahre später schon nicht mehr da ist. Hm. Vielleicht nicht mehr in der Lage ist, Leistungssport zu betreiben oder mental, psychisch so zerstört worden ist, weil das nur über dieses strenge Regime gegangen ist, dass du vielleicht kurzzeitig einen Erfolg hast und danach verschwinden die einfach und dann kommen die nächsten Mädchen wieder. Und das war jetzt der große Skandal, dass die Trainerin sie halt nicht in den Arm genommen hat, sondern noch quasi angefahren hat, warum hast du aufgegeben, warum hast du dich nicht durchgekämpft? Das ist ein 15-jähriges Kind letzten Endes, weil sie ihre Kühe da dem Druck nicht standgehalten hat, diesen ganzen Doping springen. Und das, was können wir daraus lernen als Menschen, ist, Erfolg um jeden Preis ist vielleicht auch nicht richtig, sondern das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Du willst ja nicht einmal kurz Olympiasieger werden, du willst nicht einmal erfolgreich werden, sondern du willst es über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg erfolgreiche Gewohnheiten aufbauen und langfristig erfolgreich sein. Und das finde ich noch so einen ganz, ganz wichtigen Prozess, sich auch Feedback zu holen von anderen Leuten und darauf zu achten, dass es auf eine gesunde Art und Weise passiert, dass du Spaß dabei hast und dass es nachhaltig ist, was du machst, um Unternehmer zu werden oder in deiner Rolle, egal welche Rolle du hast, gut zu sein. Das ist ja auch dieser spannende Widerspruch, auf der einen Seite sich Ziele zu setzen, um motiviert zu sein und Richtung zu bekommen im Leben, aber auf der anderen Seite das Erfolgsprinzip eher als Prozessqualität, als Zustandsziel zu sehen und nicht, ich habe es jetzt erreicht, bin jetzt Millionär und der Rest ergibt sich und dann kommt der Herzinfarkt und wir fallen um. Ja, ja, was vorkommen soll, ne, bei Leuten, also ja, das ist wichtig. Es ist manchmal nicht so einfach, diese Balance zu finden. Ne? Ich glaube, viele Leute geben viel zu früh auf, muss man auch sagen. Also die meisten Leute, wenn sie denken, dass sie nicht mehr können, können sie noch viel weiter. Ja. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Immer wenn du denkst, ich glaube, das ist wie Navy Seals, die sagen, wenn du das erste Mal an den Punkt kommst, wo du denkst, du kannst nicht mehr, dann bist du bei 40% angekommen. Also du bist noch ganz weit weg davon, an deinem Ende zu sein. Soll keine Entschuldigung sein, nicht Gas zu geben. Ich glaube, wir müssen alle durch schwierige Zeiten auch mal durch. Wir müssen alle uns auch mal ein bisschen mehr abverlangen, als notwendig ist. Mhm. Und nicht verbrennen dabei, nicht kaputt gehen. Die extra Meile gehen oder sich dann... Mit einem Lächeln, ja. Oder mit Genuss, ja. Ja, lieber Andreas, ich danke dir für
deine Offenheit, für die vielen Gedanken, die du mit uns geteilt hast, auch den Einblick, den du uns gegeben hast in dein Leben. Und freue mich da auch gerne in der Zukunft mit dir noch gemeinsame Projekte weiter aufzubauen. Wir haben ja auch, treffen uns ja hin und wieder, auch um uns gegenseitig zu coachen. Das ist ja auch vielleicht auch nochmal ein wichtiger Tipp, sich mit gleichgesinnten und gleich ausgerichteten Menschen dann nicht nur in Coaching-Beziehungen einseitig als Einbahnstraße, sondern wir machen das ja wechselseitig auch zu begeben, wo ich auch mal viel mitgenommen habe. Ja, ich weiß ja wahrscheinlich, du kannst der beste Coach der Welt sein oder so gut sein, wie du glaubst. Du sitzt mit jemandem zusammen und du kriegst eine Frage und du merkst so, okay, da hätte ich jetzt 3 Nächte aufbleiben können. Auf diese Frage wäre ich niemals gekommen, aber das ist genau die richtige Frage, die es zu stellen gilt. Und ich weiß, es ist manchmal ein bisschen herausfordernd, ja, weiß ich, im Coaching, aber ich bin immer super dankbar, wenn wir das machen und ja, ich weiß auch, dass deine Kunden in extrem guten Händen sind, weißt du ja auch immer. Ich empfehle dich immer weiter, weil was ich noch wichtig finde, ist, was ich immer sage, wenn ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt mal kurz über dich spreche. Ich sage mal so, wenn du jemanden suchst als Coach, such dir jemanden, der ein inhärentes, funktionierendes Wertesystem hat. Jemand, der wirklich, ich glaube, du sagst immer, den Dienst dienen will, also wirklich Mehrwert kreieren will. Und deshalb so empfehle ich dich auch immer. Ich sage immer, wenn du mit Daniel zusammenarbeitest, dann hast du jemanden, der agiert immer in deinem Interesse. Der agiert nicht der macht jetzt nicht sein eigenes Ding, um irgendwie Geld zu verdienen oder erzählt dir irgendwelchen Kram, sondern der wird dir klipp und klar sagen, ob die Sachen funktionieren oder nicht. Und er agiert immer in deinem Interesse. Und das finde ich so wertvoll, dieses Wertesystem auch mitzubringen. Ja, vielen Dank für den kleinen, nicht abgesprochenen Werbeblock. Das gebe ich gerne zurück. Und die 20 Euro, da gibst du mir nachher. Genau. Und damit sind wir jetzt auch am Ende, wenn wir alles soweit besprochen haben. Ansonsten machen wir gerne noch einen zweiten Teil eines Tages. Und ja, du bist gerne eingeladen, wenn dir das gefallen hat oder der Beitrag dir gefallen hat, dann das entsprechende Like zu setzen, den Kanal zu abonnieren. Vergiss nicht, die Glocke auch zu betätigen. Und wenn du einen Spezialisten hast, wenn du Fragen hast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, ganzheitliche Art, Sales oder auch einen Keynote-Speaker suchst, dann hast du mit Andreas Förster den besten Mann, mindestens in Berlin, wenn nicht sogar in dem deutschsprachigen Raum, in dem Themengebiet. Und ich wünsche dir viel Erfolg und Weisheit bei deinen nächsten Entscheidungen, bei deiner Selbstständigkeit und vor allen Dingen auch bei der Wahl deiner Gedanken, die dann deine Zukunft kreieren. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel Schäfer und vielen Dank, dass du heute da warst, lieber Andreas. Danke.